Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem schrittweisen Hochfahren des Landes übernehmen nach den Virologen und Mathematikern nun die Ökonomen die Macht in der Republik. Die Gesundheitskrise scheint im Griff, die wirtschaftliche ist noch lange nicht ausgestanden. Dass es 2020 zum schlimmsten Absturz der heimischen und der globalen Wirtschaft seit 1945 kommen wird, ist Fakt. Wie man aus diesem Tal der Tränen inklusive der sozialen Verwerfungen wieder herauskommen kann, wollen wir in dieser Veranstaltung gemeinsam beleuchten. Ich habe eingangs den Chefredakteur Andreas Weber zitiert in der neuesten Ausgabe des Trend, der sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt und wo auch namhafte, auch Nobelpreisträger zu Wort kommen. Ich darf Sie im Namen des WDF Steiermark ganz herzlich zu dieser Podiumsveranstaltung, zu dieser Online-Diskussionsveranstaltung begrüßen. Ein ganz besonderes Setting auch für uns, ganz sicher eine Veranstaltung mit den meisten, die live dabei sind, allerdings nicht hier persönlich, nämlich mit den wenigsten Anwesenden. Für Sie alle zur Orientierung, wir befinden uns hier in der Raiffeisen Landesbank Steiermark im sogenannten Raiffeisensaal auf 600 Quadratmeter in einem Raum und wir sind in etwa 8 Personen, 4 hier am Podium, 2 Kameraleute und 4 von der Technik. Vielleicht kann der Kameramann bitte mal einen kurzen Schwenk machen. Ich komme damit auch schon zur Vorstellung der Runde und auch zur Einleitung. Es ist für uns alle unbestritten, dass der Shutdown in seiner Intensität, in seiner Radikalität absolut richtig war und uns wahrscheinlich vor ganz Schlimmem bewahrt hat. Es ist aber nicht Gegenstand hier der heutigen Diskussion. Wir haben hier ausschließlich Wirtschaftsexperten geladen. Ich darf aber gleich darauf hinweisen, dass wir im Juni noch eine zweite Veranstaltung geplant haben, wo wir uns auch den medizinischen Themen und anderen widmen werden. Ich darf mich ganz herzlich bedanken beim ORF Steiermark, der sofort bereit war, diese Veranstaltung zu unterstützen und wir mit einem Livestream online sind. Sie können diese Veranstaltung auch jederzeit danach in der ORF-Videothek nachlesen. Danke auch an die Kleine Zeitung und an die Kronenzeitung, die sofort dabei waren, auch diese Veranstaltung zu unterstützen und zu bewerben in ihren Ausgaben heute. Und beide haben zugesagt und werden am Mittwoch bereits auch eine Berichterstattung darüber machen. Ich möchte eingangs die wesentlichen Fakten ganz kurz präsentieren als Ausgangsbasis. Die Referenten werden diese dann noch erweitern. Fakt sind, und ich möchte mit den medizinischen Zahlen beginnen, ich habe die Zahlen, es sind 18. Mai, 14 Uhr, die großen Medien haben alle live Bericht erstattet. 18. Mai, 14 Uhr heute, wir haben aktuell in Österreich 16.199 positiv getestete, Infizierte. Gegenüber gestern sind das 38 mehr. Wir haben 151 Personen in Krankenhäusern, das ist einer weniger als gestern. Und wir haben 45 Personen in Intensivstationen, das sind 3 weniger als gestern. Und wir haben, das ist auch eine Tragödie, 629 Tote. Im Vergleich zum Vortag gestern, Gott sei Dank, keine Steigerung. Auf der zweiten Seite haben wir, und ich bedanke mich ganz herzlich beim Arbeitsmarktservice, die uns hier mit den letzten Zahlen versorgt haben, Dr. Herbert Buchinger vom AMS Österreich, aber auch Magister Karl-Heinz Nobe. Aktuell, mit Ende April, haben wir in der Steiermark 562.522 Arbeitslose. Davon sind 58.000 in Schulungen. Bleibt ein Saldo von 504.000. Das sind 12,2% aktuell. Das ist eine Steigerung von 4,7% im Vergleich zum Vergleichsmonat des Vorjahres. Wir haben im März 2019 sozusagen um 200.000 Fälle mehr, 65,7%. Und eine letzte Zahl noch zum Thema Kurzarbeit. Stand 14.05. Österreichweit befinden sich derzeit 1.331.348 Menschen in Kurzarbeit. Davon entfallen 185.952 auf den Tag. Das die Fakten zum Eingang und damit bin ich auch schon bei den Teilnehmern heute hier am Podium und die uns zugeschaltet sind. Ich begrüße ganz herzlich die Landesrätin Magister Barbara Aibinger-Miedl, zuständig für die Bereiche Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung. Herzlich willkommen. Heute geht es schnell, wir haben keinen Applaus zwischendurch, da kommen wir zügig durch. Ich möchte sagen, bis vor wenigen Wochen wahrscheinlich ein tolles Ressort,
haben dich viele beneidet. Wirtschaft in der Steiermark hat geboomt, die besten Zahlen. Die Steiermark im Europa-Ranking unter den Top 3, was die F&E-Quote betrifft, mit über 5 Prozentpunkten. Alles perfekt. Die Tourismuszahlen in der Steiermark perfekt. Also alles eitel, Wonne, Sonnenschein. Ich glaube, derzeit beneidet dich keiner um diese beiden Ressorts. Die Frau Landesrat hat auch unmittelbar zugesagt, schon vor Wochen, dass sie gerne bei so einer Veranstaltung dabei ist und unter Einhaltung aller Sicherheitsaspekte und Rahmenbedingungen würde sie auch persönlich kommen. Zur Sicherheit haben wir auch, den habe ich für dich mitgenommen, der Babyelefant in Schönbrunn ist sehr vergriffen, dort gäbe es auch nur einen, der die passende Größe hätte. Die haben wir da symbolisch dazwischen gestellt. Herzlich willkommen. Begrüße ganz herzlich, sie ist uns zugeschaltet, die Generaldirektorin, die Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria, Frau Dr. Sabine Herletschka. Herzlich willkommen. Weiters begrüße ich und er repräsentiert hier heute am Podium die gesamte Wirtschaft, die gesamte Bandbreite, den Präsidenten der Wirtschaftskammer Steiermark, Herrn Ingenieur Josef Herg. Und last but not least, den Hausherrn hier auch, den Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Steiermark, Herr Magister Martin Schaller, herzlich willkommen. An dieser Stelle auch ein besonderes Dankeschön an die Raiffeisen Landesbank. Die Räumlichkeiten hier im Raiffeisensaal mit über 600 Quadratmetern, wir sind da 10 Personen herinnen, sind natürlich bestens geeignet, auch von den technischen Rahmenbedingungen her. Und wir bekommen auch eine kleine Unterstützung fürs WDF, um den technischen Aufwand hier auch bewältigen zu können. Jetzt zu den beiden Key-Referenten am Anfang. Und ich beginne bei Magister Veit Dengler, weil er war eigentlich der Startschuss, dass wir jetzt etwas machen sollten. Es war am 28. April, als er einen Essay in der kleinen Zeitung geschrieben hat, unter der Hauptüberschrift Schluss mit dem Schulterklopfen und die Thematik in seiner gesamten Bandbreite ganz gut beleuchtet hat unter unterschiedlichen Aspekten. Da haben wir gesagt, jetzt können wir losstarten. Und vielleicht ganz kurz zu Veit Dengler. Viele kennen ihn, er ist jetzt COO der Bauer Media Group. Er war von 2013 bis 2017 in der NZZ Mediengruppe CEO und viele kennen ihn auch 2012, er ist einer der Mitbegründer der NEOS. Und last but not least begrüße ich sehr herzlich den Chefökonomen der Bank Austria Credit, Herr Magister Stefan Bruckbauer, der uns auch live dazugeschaltet ist. Stefan Bruckbauer war einer der ersten Chefökonomen, die schon sehr früh, nämlich am 4. Mai, ein Video-Statement abgegeben haben mit ersten Prognosen in einer Phase, wo noch große Unsicherheit war, die uns aber auch alle ordentlich aufgeschreckt haben, weil da wurde von zweistelligen Raten gesprochen, wie das BIP sich kurz-, aber auch mittelfristig verändern könnte. Wir sind schon ganz gespannt auf Ihre Ausführungen aus dem heutigen Wissensstand heraus. Damit bin ich auch mit der Einleitung schon fertig und würde nun Veit Dengler bitten, mit seinem Impulsreferat zum Thema. Dankeschön. Können Sie mich hören? Ja. Gut? Ja, perfekt, gut. Also vielen Dank für die Einladung. Ich fange mal mit Schulterklopfen an, nämlich ich hätte 4 Aussagen zu machen und die erste Aussage wäre, dass die Maßnahmen, die im März gesetzt wurden, um die Covid-Krise in Österreich zu kontrollieren, richtig waren. Man muss damals sich zurückversetzen. Vor 2 Monaten haben wir noch viel weniger gewusst über den Virus, als wir jetzt wissen. Die Spitalskapazität und die Intensivstationskapazität ist natürlich begrenzt. Und wenn man so viel Unsicherheit hat und es breitet sich rasch ein Virus aus, dann ist es ein Gebot der Vernunft, dass man dann möglich abbremst und Vorsichtsmaßnahmen trifft. Ich sage das immer ganz einfach, wenn ich auf eine Spitzkehre zufahre auf der Straße und nicht weiß, was hinter der Kurve kommt, dann fahre ich auch nicht mit 100 km/h rein, sondern ich bremse ab und fahre vorsichtig und auf Sicht. Und ich glaube, das war richtig so. Das ist aber jetzt auch schon die leichteste Aussage. Die zweite Aussage, die ich gern machen würde, ist, was manchmal vergessen geht in dieser Krise, ist, dass es eine Gesundheitskrise ist, die ganz massive Auswirkungen hat auf das gesellschaftliche Leben, auf die Wirtschaft natürlich, aber auch auf das soziale oder das wirtschaftliche oder das kulturelle Leben. Und dementsprechend muss man auch führen. Und viele von uns kennen das. Für unsere Unternehmen führen wir sie nicht nur nach einer Maßzahl, auf jeden Fall, wenn es gesunde Unternehmer sind. Man führt ein Unternehmen nicht nur auf Umsatz oder nicht nur auf Profit, sondern auf ein Bündel an verschiedenen Indikatoren. Und das ist in dieser Krise auch notwendig. Der Erfolg kann nicht nur bestimmt sein, dass wir die geringste Todesrate haben auf der Welt. So, und jetzt muss man kurz ausholen dazu, was bedeutet das?
Natürlich ist das so, dass die Todesrate unmittelbar das wichtigste Kriterium ist. Das ist eine Diskussion, die ich auch gestern wieder gerade geführt habe mit einem Bekannten hier in Zürich. Im Kanton Zürich ist das Medianalter der am Covid Verstorbenen fast 85 Jahre. Und das bringt dann natürlich die Frage auf, sozusagen, sind die Maßnahmen verhältnismäßig? Und dazu gibt es zwei Sachen zu sagen. Das erste ist mal, erstens, wir wussten nicht, dass das so kommen wird. Es hätte auch anders kommen können. Der MERS-Virus zum Beispiel, der vor 10 Jahren ausgebrochen ist, oder der SARS-1-Virus, hat wesentlich gleichmäßiger über Altersgruppen hinweg zugeschlagen. Das war schwer vorhersehbar. Und der zweite Punkt, und das ist schon auch wichtig, das ist für mich ein Wesen der Zivilisation, ein Wesen unserer Demokratien, ist, dass wir auch die schützen, die schwächer sind, die vielleicht älter sind, die Schwachen, ja, und dass wir eben nicht unterscheiden, so wie es früher mal leider war, ob ein Leben lebenswert ist oder nicht. Das heißt, es ist ein Wert an sich, dass wir versuchen, die Todesrate möglichst zu reduzieren. So, und jetzt ist die Frage, kann man und soll man diese Todesrate auf null reduzieren? Und dazu gibt es zwei Aspekte. Das erste ist, man kann sie auf null reduzieren, aber das ist sehr, sehr teuer. Ich glaube, das sehen wir jetzt, und der Herr Bruckbauer wird auch darüber sprechen, genau wie teuer das ist. Ein Vergleich, den ich dazu nehme, ist, wir könnten auch die Anzahl der Verkehrstoten auf null drücken. Wir tun das aber nicht, weil das auch sehr teuer wäre. Entweder, weil wir dann den öffentlichen Verkehr nochmal massiver ausbauen müssten in Bereichen, wo er defizitär ist, weil wir vielleicht aber auch Regeln treffen, die massiv in die Freiheit des Einzelnen einschneiden. Und deswegen sagen wir, wir sind bereit, als Gesellschaft ein gewisses Niveau an Verkehrstoten zu tolerieren. Das tun wir de facto seit Jahren und seit Jahrzehnten. Das machen wir übrigens auch in der Gesundheitspolitik, nämlich bei Krebstherapien oder anderen Therapien schaut sich die Gesundheitspolitik an, was sind die Kosten und der zu erwartende Nutzen einer Therapie. Also das heißt, es ist nichts Unanständiges, wenn man sagt, was sind die Kosten vom Schutz des Lebens und was sind die Kosten, die dazu gerechtfertigt sind. Das heißt, man muss immer ein Bündel an Maßnahmen treffen, die sowohl Gesundheitspolitik als auch Wirtschaftspolitik als auch Gesellschaftspolitik in Augenmaß nimmt. Man kann sich vorstellen, eigentlich finde ich, sollten wir bereits seit langem als Regierung ein Dashboard entwickelt haben an wesentlichen Kennziffern. Und das ist jetzt von mir aus auch nicht nur die Arbeitslosigkeit, sondern man könnte zum Beispiel auch im Vergleich sagen, wie viele Unternehmen hätten jetzt in den letzten 3 Monaten schon gegründet werden sollten, die x Arbeitsplätze in der Zukunft bringen würden, die nicht gegründet worden sind. Das sind auch Kosten. Und natürlich in der Gesundheitspolitik selber, die Übersterblichkeit wird natürlich nicht nur die Übersterblichkeit von Covid sein, sondern auch von unterlassenen Behandlungen. Entweder weil Patienten Angst hatten, zum Arzt oder ins Spital zu gehen, oder weil wir gesagt haben, dass wir gewisse Behandlungen nicht machen. Das heißt, was wir machen müssen, dass wir brauchen so einen Dashboard. Und dann, wenn wir so einen Dashboard haben, dann brauchen wir auch Kommunikation darüber in der Gesellschaft. Es geht nicht, dass ein Beraterstab in einem Ministerium oder im Kanzleramt oder vielleicht sogar noch ein geheimer Beraterstab diese Abwägungen trifft. Diese Abwägungen muss man in einer Demokratie offen treffen, weil das Werteentscheidungen sind sehr oft. Das sind keine berechenbaren Entscheidungen, das sind Werteentscheidungen. Was nimmt man für Kosten in Kauf, für welchen Nutzen? Es gibt noch ein anderes Problem. Wenn man diese Überlegungen nicht öffentlich macht, das heißt, wenn man nicht einen Diskurs darüber pflegt und wenn man nicht diese Dashboards, also diese Zahlen, die man sich regelmäßig anguckt, und das werden sinnvollerweise Dutzende Zahlen sein, angefangen von den Anrufen bei der Frauenhotline oder auch Kindermisshandlung oder solche Sachen, da kommen ganz viele Sachen rein. Was ist es wert, wenn niemand mehr Kultur genießen kann? Ja? Wie messen wir das? Wie denken wir darüber nach? Also wir werden Dutzende dieser Maßzahlen brauchen, und dann müssen wir gemeinsam darüber reden können. Und wenn wir das nicht tun, sondern wenn das im stillen Kämmerlein diese Abwägungen getroffen werden und dann wird das aufgesperrt, und vielleicht in einem Monat wieder ein Teil zum Teil zu, wenn eine zweite Welle kommt, dann bereiten wir den Boden auf für Verschwörungstheorien. Und das ist gefährlich, das ist auch demokratiepolitisch gefährlich. Und vielleicht noch einen anderen Ansatz dazu. Ich glaube, der Herr Bruckbauer wird uns sagen, dass es die größte Wirtschaftskrise ist seit 100 Jahren in Friedenszeiten. Da ist doch die Frage zumindest berechtigt, ob wir unseren politischen Betrieb so weiterführen wie bisher oder ob wir zum Beispiel sagen, wir machen eine Konzentrationsregierung oder wir machen, wie Joschi Kreiner das genannt hat, eine Regierung der besten Köpfe, ohne jetzt irgendjemand nachtreten, zu nahe treten wollen, glaube ich, würde mir auch ein paar Positionen einfallen,
die man vielleicht besser besetzen könnte in der jetzigen Regierung und vor allem, weil es einen nationalen Schulterschluss braucht. Ich glaube, das ist auch ein Teil von diesem zweiten Punkt. Also es geht um die Gesamtsteuerung der Gesellschaft und wir müssen die gemeinsam erarbeiten, immer wieder erarbeiten, immer neu, je mehr wir lernen. Und wir sollten das auch in unserem politischen System reflektieren. So, und jetzt kommen wir zu dem, was der Lockdown, wir werden über die Kosten, wie der Druck bauen, werden wir noch weiter sprechen. Aber jetzt müssen wir mal als Drittes überlegen, was hat uns dieser Lockdown in den 2 Monaten gebracht? Und der hat uns ein wesentliches Gut gebracht und das ist in einer Krise sehr, sehr viel wert, in einer Gesundheitskrise. Und das ist Zeit. Es hat uns Zeit gekauft. So, und die Frage ist jetzt, wofür haben wir diese Zeit gekauft? Wir haben sehr stark die Zahlen runtergetrieben, gegen null, jetzt bei den neuen Todesfällen, wie Sie beschrieben haben, auch die neuen Infektionen sind auf einem relativ kleinen Niveau. Aber wie wir auch gesehen haben in den letzten Tagen in Wien jetzt, wenn man randomisierte Tests macht, finden wir dann auf einmal immer wieder Herde, Infektionsherde. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir in der Bevölkerung weiterhin diese Infektionsherde haben. Die einzige Methode, die wir heute kennen, die eine große Wahrscheinlichkeit hat, dass wir nicht in eine Welle immer wieder von Lockdowns kommen, ist, auf Englisch heißt das so schön, Test and Trace, testen und nachverfolgen. Und testen muss man immer mehr, nicht immer weniger. Wir haben in Österreich das Problem, dass wir nicht nur nie auf die angekündigten 15.000 Tests gekommen sind pro Tag, sondern wir sind zurzeit sogar nur im Bereich von ungefähr 5.000 bis 8.000 Tests pro Tag. Und ich gebe Ihnen jetzt mal einen Vergleich in Wuhan. Wuhan hat 11 Millionen Einwohner, etwas mehr als Österreich. Die werden jetzt in 2 Wochen die gesamte Bevölkerung durchtesten, die gesamte, alle 11 Millionen, um diese verborgenen Infektionsherde zu finden. Jetzt fragen Sie vielleicht, wie ist das möglich, 11 Millionen Tests? Da gibt es ein paar Methoden dazu. Das eine ist die sogenannten 10-in-1-Tests. Also man nimmt immer 10 Proben, die werden auf einmal getestet. Wenn sie negativ sind, ist fein. Und wenn diese 10er-Probe positiv getestet wird, dann werden die 10 einzelnen Personen getestet nochmal, um herauszufinden, wer das ist. Wir müssen massiv unsere Testzahlen erhöhen. Teste selber und dann mit Methoden wie mit 10-in-1-Tests kann man das auch noch einmal dramatisch ausweiten, weil wenn wir die Infektionsherde nicht finden, dann wird es immer wieder Flare-Ups geben. Also es wird immer wieder dann steigende Infektionszahlen geben und dann werden wir immer wieder vor dem Problem stehen, was müssen wir jetzt wieder zusperren? Entweder regional oder wir müssen die Gastronomie wieder zusperren und so weiter. Das ist der Teil Test. Und der zweite Teil ist Tracing. Tracing ist das Nachverfolgen. Ich habe heute zum Beispiel gehört, dass in Wien sind es 170 Personen. Da können wir uns auch umschauen. In Südkorea gab es auch diese Tracing-Teams. Das sind jeweils immer 5 Personen, die auf einen Fall eingesetzt werden. Das heißt, wir haben 5 Personen, die zu einer infizierten Person gehen und versuchen nachzuverfolgen in den letzten 2 Wochen, mit wem hast du Kontakt gehabt, wo bist du hingegangen und dann in diesen jeweiligen Supermärkten oder wo immer die Person hingegangen ist, werden dann wieder die Leute identifiziert, um alle möglichen Leute herauszufinden, die Kontakt hatten mit der infizierten Person, um diese zu testen oder zumindest in die Quarantäne zu schicken. Und Test und Trace gehört zusammen. Und je kleiner die Fallzahlen sind, desto mehr kann man testen, kann man tracen, also kann man nachverfolgen. Jetzt haben wir aber das Problem, in Wien haben wir 170 Personen, die das machen. Wenn Sie das durch 5 dividieren und viel effektiver als die Südkoreaner werden wir da nicht sein, dann sind das 34 Infektionen pro Tag, die nachverfolgt werden können. Das ist nicht weit von dem entfernt, was wir heute haben in Wien. Und das ist jetzt einmal nur Wien. Ich weiß nicht, wie das in Österreich sonst aufgestellt ist. Und meine Bitte ist, wenn wir weiterreden und wenn Sie mit Regierungsstellen reden, mit Gesundheitsämtern und so weiter, Sie als Interessensvertreter müssen mehr als noch alle anderen darauf bestehen, dass viel ausgiebiger getestet wird und dass es Tracing-Teams gibt in jedem Bundesland, in jeder Stadt, die ausreichend mit Personal versorgt sind, um das leisten zu können. Das alles muss passieren, sonst wird es 2., 3. Wellen geben. Da können wir uns sicher sein, weil es gibt verborgene Infektionsherde. So, und dann gibt es den letzten Punkt, die letzte Aussage, die ich machen würde, die 4. ist, wir müssen zusammenhalten. Und was meine ich jetzt damit? Ja, ich habe jetzt nur heute das Mittagsjournal angehört. Da gab es mehrere Nachrichten. Das eine ist zum Beispiel, dass die Ärztekammer hat gesagt, sie wollen mehr Geld für den Verdienstausfall, für die Kosten, die sie jetzt haben, weil sie weniger Patienten abfertigen können. Und dazu ist meine Antwort wirklich, ja, ist das jetzt die Bevölkerungsgruppe, die am meisten leidet und die mit staatlichen Geldern geschützt werden muss? Und jede Gruppe, jede Berufsgruppe und jedes Unternehmen
kann einen ähnlichen Bedarf anmelden. Es gibt wenig Unternehmen, die profitieren in dieser Krise, die meisten leiden darunter. Das heißt sozusagen, dass jetzt die Leute sich anstellen, um mehr Geld zu verlangen, halte ich für wenig zweckmäßig. Das Zweite ist, der Wirtschaftskammer hat heute verlangt, dass keine Masken im Geschäft getragen verlangt werden von denen, die im Geschäft bedienstet sind. Genauso wenig. Wir müssen solidarisch sein. Es geht nicht, dass wir einzeln versuchen, Privilegien anzumelden, dass wir bitte keine Masken mehr tragen müssen, weil es unbequem ist. Und es ist unbequem. Versuchen Sie mal, joggen zu gehen mit einer Maske. Es geht nicht gut. Also meine Nachricht wäre, bitte nicht jetzt jeder anfangen, um Geld zu betteln und bitte auch nicht Epidemiemaßnahmen unterlaufen, sondern der Fokus aufs Wesentliche und der Fokus, auf den wir alle fokussiert sein sollten und den wir auch einfordern sollten, ist Test and Trace. Testen und nachverfolgen. Und nur dann werden wir eine zweite Welle vermeiden. Und wenn wir die nicht vermeiden, dann wird es sehr hässlich werden. Und das ist jetzt hoffentlich auch meine Übergabe dann an den Herrn Popauer. Herr Denker, vielen Dank für Ihr interessantes Impulsreferat. Sie haben die Breite des Themas schön dargelegt. Sie haben über Kennzahlen und Maßzahlen gesprochen, insbesondere das Testen und Tracen dann, aber auch Hinweise gegeben in Richtung Zusammenhalt und Fokus auf das Wesentliche. Damit darf ich schon überleiten zu den wirtschaftlichen Zahlen und darf Stefan Bruckbauer um sein Eingangsreferat bitten. Ja, von meiner Seite auch nochmal einen schönen Abend. Ich hoffe, die Präsentation ist schon zu sehen. Ja. Einiges wurde ja schon erwähnt, einige Zahlen sind ja schon gemacht worden. Ich versuche jetzt ein bisschen das noch zu visualisieren, soweit das hier geht, und ein bisschen eben in den Kontext zu stellen. Wir wissen, Österreich und Deutschland sind relativ früh betroffen, aber nicht so extrem stark. Wir sehen hier die derzeitige Stand an Covid-19-Fällen, die gemessen werden, also im Verhältnis zur Bevölkerung, also hier 10 Millionen. Daher ist Österreich ein bisschen höher, als wir es kennen. Aber eben, um es vergleichbar zu machen, der Hotspot, und das ist vielleicht schon interessant, auch ein bisschen in die Zukunft gerichtet, der Hotspot scheint unter den etwas größeren Ländern, also nicht ganz klein wie San Marino und so, jetzt Singapur zu sein. Also das sind die kumulierten Fälle, nicht die aktiven Fälle. Singapur, das sehr, sehr gut durch die Krise am Anfang gekommen ist, sehr früh in einen sehr leichten Lockdown gegangen ist, dort relativ erfolgreich war und mit der Öffnung des Arbeitsmarktes, sicherlich eine sehr spezielle Situation dort, jetzt praktisch zum am stärksten betroffenen Land geworden ist. Und das ist eine spannende Geschichte, wenn man auf der anderen Seite der Grafik, auf der rechten Seite anschaut, Hongkong, Korea. Korea ist das zweite Land nach China gewesen mit Fällen, die waren sehr schnell mit diesen Maßnahmen, die auch vorhin gerade besprochen worden sind nicht sehr stark in einen Lockdown gegangen, bei weitem nicht so stark, wie wir jetzt gemacht haben, und sind bis heute damit gut gefahren. Allerdings zeigt Korea ein zweites Problem, und auf das möchte ich auch dann noch hinweisen. Es nützt natürlich nicht alleine etwas, wenn wir sehr gut unterwegs sind, als exportorientierte Nation, leben wir natürlich auch von dem, wie es in den anderen Regionen der Welt geht. Und dazu möchte ich auch noch was zeigen. Sie sehen hier die derzeit aktiven Fälle. Sie gehen fast überall zurück, aber eben in Singapur, wie gesprochen, gesagt, gehen sie noch stark nach oben. Aber auch in wichtigen Exportnationen wie USA gehen die aktiven Fälle noch nach oben, während sie eben in Europa in großen Teilen zurückgehen. Erreicht wurde das mit diesem sogenannten Lockdown, den kennen wir ja seit Mitte März hier in Österreich. Hier haben Sie Daten, Bewegungsdaten von Google, wie sich das Einkaufsverhalten, Freizeitverhalten der Menschen verändert hat in diesem Lockdown im Vergleich zum Jänner. Sie sehen, die rote Linie ist Österreich, also ja 80% weniger Aktivität rund um Freizeit und Einzelhandel, noch stärker der Lockdown in Italien und Spanien. Aber Sie sehen auch, der Lockdown in Deutschland war deutlich geringer ausgeprägt, und auch in den USA etwa ist der Lockdown deutlich weniger. Speziell auch hier wieder die zwei Fälle wie Korea, die blaue Linie oben. Wir sehen, selbst auf dem Höhepunkt der Krise hier Anfang März ist Korea bei weitem nicht so zurückgefahren mit seinen Aktivitäten, wie wir das jetzt in Europa, in Teilen Europas oder hier in Österreich erlebt haben. Und die sind auch jetzt schon wieder vom Niveau her ähnlich wie damals. Und Sie sehen Korea noch immer
praktisch keine neuen Fälle oder ganz, ganz wenige auch hier, wenige neue Fälle, aber eben als Folge dieses Lockdowns, während aber natürlich die USA noch immer mit sehr vielen neuen Fällen konfrontiert ist. Hier noch einmal der Vergleich, vielleicht Korea und Österreich. Sie sehen hier Korea auf der linken Seite mit Beginn der Krise in einen Lockdown für dortige Verhältnisse, aber bei Weitem nicht so drastisch, wie es wir da Mitte März erlebt haben. Jetzt die Recovery aus dem Lockdown. Wir sind in etwa bei 50% angekommen, 40% zurück. Die neuen Fälle sind zurückgegangen, aber eben auch in Korea mit einem geringeren Lockdown. Und das andere Beispiel für die Politik, wenn Sie so wollen, negative Beispiel jetzt, wo die Politik entscheiden muss, wie auch schon vorhin erwähnt worden ist, ist eben hier Singapur. Singapur, das dann eine Explosion seiner Fälle erlebt hatte und jetzt praktisch in einem Lockdown sich befindet, das ja noch stärker ist als der derzeitige in Österreich. Also das sind ein bisschen die Problematiken, in der wir uns befinden, wirtschaftlich und auch die Politik. Wie weit gibt man frei? Wie hoch ist das Risiko, speziell bei der Öffnung, dass es wieder zu neuen Fällen kommt? Was haben wir bisher an Effekten auf die Wirtschaft? Nun gut, Sie haben es sicherlich wahrscheinlich verfolgt. China minus 10% beim BIP, der Einbruch. Korea dafür nur mit 1,5%. Aber Korea leidet eben jetzt über den Export. Vielleicht auch interessant, die Industrie hat sich erholt in China. Wir haben leicht Plus wieder von den niedrigen Niveaus. Allerdings, der Einzelhandel ist weiterhin deutlich negativ. Und das auch jetzt noch im April haben wir hier minus 8%. Und das sehen wir auch bei der Stimmung. Das ist der sogenannte Einkaufsmanager-Index. Der misst immer, wie ist es denn heute im Vergleich zum Vormonat? Wir sehen, bei der Industrie sind wir bei 50. Das heißt, die Mehrheit der Industriebetriebe sagt, es ist besser im März gewesen als im Februar. Und im April war es noch mal besser als im März. Aber nur ein bisschen besser verglichen mit dem Rückgang im Februar. Aber beim Dienstleistungssektor, die gelbe Linie auf der rechten Seite, sehen wir, dass auch im April eine Mehrheit der befragten chinesischen Dienstleistungsunternehmen gesagt hat, der April war schlechter als der März und der März war schlechter als der Februar und der Februar war überhaupt eine Katastrophe. Das heißt, wir haben dort noch immer rückläufige Dienstleistungsstimmung, rückläufig sogar gegen den sehr schwachen Februar bei dem vollen Lockdown. Der Arbeitsmarkt ist extrem getroffen. Niemand hätte erwartet, dass es einen so schnellen, so extremen Anstieg. Die Zahlen für Österreich wurden ja schon erwähnt. Vielleicht noch zu Amerika hier mit 23.000 Arbeitslosen innerhalb von 6 Wochen. Das ist 3-mal so viel als in der Finanzkrise oder fast 4-mal so viel. Das ist eine extreme Auswirkung natürlich dieser Krise. Am Finanzmarkt sieht es ein bisschen anders aus. Der Ölpreis ist zwar eingebrochen, er war sogar phasenweise negativ, wegen der Einbrüche der Realwirtschaft, aber der Aktienmarkt ist extrem optimistisch geblieben, eigentlich. Wenn man bedenkt, und ich zeige dann gleich die Zahlen, unsere Prognosen für die Realwirtschaft, wenn man das vergleicht mit der Finanzkrise, dann haben wir jetzt ein Minus von 15% an den Aktienmärkten. Das ist faktisch fast nichts. Und das 15% zum Höchststand vor der Krise. In der Finanzkrise haben wir minus 60%, jetzt sind wir bei minus 15%. Also ein extremer Optimismus am Finanzmarkt. Warum? Weil ein wesentlicher Retter aus ökonomischer Sicht derzeit die Zentralbanken sind. Sie sehen hier das angestoßene Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank, das zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt und Anleihen kauft, wesentlich natürlich Staatsanleihen, aber auch Firmenanleihen. Und es tat das schon mit über 100 Milliarden allein im April. In den nächsten Monaten wird die Europäische Zentralbank 1.000 Milliarden an Anleihen kaufen. Das sind 4-5% vom BIP jedes Landes, um hier diesen extremen Anstieg an neuer Verschuldung durch die Krise abzufedern. Was haben wir jetzt für Erwartungen? Sie sehen, es wurde auch schon angesprochen, der stärkste Einbruch seit 1946 der Weltwirtschaft. Übrigens der fast einzige Einbruch eigentlich, weil 2009 waren es minus 0,1%. Aber wir erwarten eben nächstes Jahr dann wieder eine Erholung, auch in einem gigantischen Ausmaß. Und dabei sind wir nicht extrem optimistisch, dass das jetzt im zweiten Halbjahr schon so extrem nach oben geht. Aber das ergibt sich einfach aus der Normalisierung
die wir hier erwarten dürfen. Und das sind die konkreten Zahlen. Wir erwarten für Österreich ein Minus von 9% beim BIP, noch nie da gewesen natürlich, seit dem Zweiten Weltkrieg. Für Europa minus 13, für Amerika minus 10. Und die nächste Zahl, die wir dann hören werden, ist eben noch zuerst das zweite Quartal. Und da erwarten wir ein Minus von 16-25% beim BIP, zum Beispiel in den USA im zweiten Quartal. Das ist natürlich ein gewaltiger Einbruch, den die Wirtschaft hier haben muss. Aber das ist gar nicht so wichtig, wie stark das zweite Quartal einbricht. Entscheidender wird sein, wie schnell die Erholung im zweiten Halbjahr und 2021 geht. Denn davon wird abhängig sein, ob viel zerstört wird durch diese Krise oder ob es nur ein kurzer Hit ist. Sie sehen hier die Erwartungen in dieser Hinsicht für Österreich. Nach dem starken Minus von 16, dann die plus 7, plus 8 im dritten und vierten Quartal. Aber am Ende des Jahres wird das österreichische BIP trotzdem um 5% tiefer sein, noch immer, als es vor der Krise war. Und auch im Jahr 2021 erwarten wir noch ein Minus von über 1%. Also wir sind doch auch in noch eineinhalb Jahren wahrscheinlich tiefer als jetzt. Und das ist das Entscheidende, wie lange bleiben wir so tief? Und dafür sind die Maßnahmen, die gesetzt werden, ganz, ganz entscheidend. Die Tiefe ist nicht so das Thema. Das Thema ist, wie viele Menschen beginnen mehr zu sparen, wie viele Unternehmen entscheiden, weniger zu investieren, wie viele Unternehmen gehen überhaupt out of business. Das wird entscheidend sein für die langfristigen Folgen dieser Krise. Sie sehen auch hier die verschiedenen Branchen. Das ist nicht schwierig, dass Tourismus am stärksten betroffen ist. 30% rechnen wir der Wertschöpfungsminus im Jahr 2020 im Gesamtjahr. Dementsprechend, das trifft alle Branchen natürlich unterschiedlich ein bisschen, aber auch die Industrie ist stark betroffen. Warum ist die Industrie auch so stark noch betroffen, obwohl die ja nicht ganz von dem Lockdown so stark betroffen ist? Sie sehen hier, die rote Linie sind die aktiven Fälle in Österreich, die wir schön nach unten gebracht haben. Das hilft natürlich dem Dienstleistungssektor und so weiter. Aber wir haben natürlich als Exportnation mehr als ein Drittel unserer Wertschöpfung wird von Ausländern gekauft, wenn sie so wollen, entweder in Form von Gütern oder im Dienstleistungssektor, wie auch der Fremdenverkehr. Und Sie sehen, wenn wir uns da die Entwicklung der aktiven Fälle anschauen im Exportmarkt von Österreich, und das ist tagesweise gerechnet, gewichtet nach unseren Exportländern, da stehen wir noch bei 10.000 Fälle pro 10 Millionen Einwohner, also ungefähr auf der Höhe, wo wir waren, am Höhepunkt der Krise. Da gibt es noch keine Entspannung. Und Sie sehen es hier vielleicht auch, warum das so ist. Deutschland als wichtiger Exportpartner ist natürlich schon deutlich besser mit 2.000 Fällen, aber wir haben die USA als unser zweitwichtigster Exportpartner noch ganz woanders. Wir haben die UK hier noch woanders. Wir haben Frankreich, Italien noch bei über 10.000. Also solange dort die Fälle nicht deutlich nach unten gehen und damit der Lockdown nach oben und die Aktivitäten wieder steigen, wird die österreichische Wirtschaft auch bei toller Performance hier in Österreich natürlich hier leiden. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Negatives vielleicht auch gesagt. Wenn man mit der Finanzkrise vergleicht, ist natürlich der Rückgang dramatisch stärker. Also mit im Tief fast 80% des Vorkrisenniveaus erreicht das österreichische BIP ein Tief, das es in der Finanzkrise nie erreicht hat. Da waren es gerade mal 5% tiefer. Aber das Entscheidende, und davon hängt eben vieles von den Maßnahmen in nächster Zeit ab, wie lange bleiben wir auf diesem Niveau? Und das sieht man auf der rechten Grafik, dass wir in Summe nur halb so viel BIP verlieren werden die nächsten 4-5 Jahre, wenn wir das gut organisieren als in der Finanzkrise. Denn an und für sich, im Gegensatz zur Finanzkrise, sind die Unternehmen, ist Europa relativ gesund wirtschaftlich in diese Krise gegangen. Dazu helfen natürlich auch die Maßnahmen, die enorm sind, aber die natürlich in diesem Ausmaß, Sie können das fast gleichsetzen mit der Neuverschuldung, die zumindest das Blaue, dass der Staat gibt viel Geld aus, ersetzt Teile des BIPs, das jetzt nicht gekauft wird, und dementsprechend steigt die Staatsverschuldung im Bereich zwischen 15-30% in nächster Zeit. Aber wie gesagt, aus der Finanzkrise haben wir gelernt, dass es ganz, ganz schnell und wichtig ist, das BIP und nicht so sehr nach unten gehen zu lassen. Man kriegt das viel schwerer wieder hoch. Und das gilt für die Geldpolitik als auch für die Fiskalpolitik. Und so gesehen muss man fast ein bisschen sagen, die Finanzkrise war
ein Segen, unter Anführungszeichen, für diese Krise. Denn ich glaube nicht, dass die Wirtschaftspolitik so extrem, so schnell reagiert hätte. Vor allen Dingen auch die Geldpolitik hätte man nicht die Erfahrung aus der Finanzkrise gehabt. Die Risiken will ich nicht allzu viel sagen. Sie kennen das W und das L natürlich, eine zweite Welle. Und wir kommen überhaupt nicht mehr aus diesem Tal heraus. Ich glaube, das nicht, aber das sind natürlich die wirklich großen Risiken. Damit komme ich zum Schluss. Wann ist die Krise vorbei? Aus unserer Sicht leider wohl noch nicht in Mitte 2021. Wird es mehr Schulden geben? Ja, absolut. Der Staat vor allen Dingen, aber auch Firmen, es werden alle viel mehr Schulden haben nach dieser Krise. Daher wird auch nach dieser Krise Eigenkapital eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Wer wird diese Schulden finanzieren? Am Ende des Tages die Zentralbanken. Das ist Lender of Last Resort, das ist deren Job und das werden sie machen. Was bedeutet das? Wenn wir es gut machen, nicht sehr viel. Lassen wir es dort, die Bilanzsummen bleiben einfach auf absehbare Zeit so hoch der Zentralbanken. Das Schlimmste wäre jetzt herzugehen und sagen, wir müssen ganz schnell wieder runter, wir müssen ganz schnell wieder bei der Staatsverschuldung runter. Das ist genau der Fehler, der immer wieder passiert, auch in der Finanzkrise, der uns dann zu einem langen, langen, sehr, sehr bitteren down führt, wo wir lange brauchen, bis wir wieder auf die alten Niveaus zurückkommen. Und dann wären die politischen Schäden durch diese Arbeitslosigkeit, durch die Pleiten und durch die verlorenen Chancen enorm. Risiken sind sowieso schon gewaltig, weniger Globalisierung. Wir sehen überall, findet Politik wieder Freude am Verstaatlichen. Was absolut, bin ich dagegen. Es macht Sinn, aber wir müssen schauen, es hat schon einen Sinn, dass wir viel Europa haben, dass wir viel Binnenmarkt haben, dass wir viel Wettbewerb haben, dass Globalisierung gerade für Österreich wichtig ist, das ist ganz, ganz wichtig und das müssen uns dann wieder, da müssen wir schauen, dass wir da nicht in eine langfristige, schwächere Wachstumsphase hineinkommen. Und ein falscher Umgang, wie gesagt, mit den Schulden, wie wir es auch in den letzten zwei Wochen erlebt haben, durch das Entscheidung in Deutschland und Verfassungsgerichtshof, das sind natürlich die großen Risiken, dass wir jetzt da Krisen ausbrechen oder herbeiproduzieren, die uns an der Lösung dieser Krise massiv behindern würden. Das ist von meiner Seite. Natürlich muss ich als Banker die Haftung ausschließen, zu dem, was ich gesagt habe. Aber ich hoffe trotzdem, dass etwas für Sie dabei war. Und ich damit bin ich mit meiner Präsentation durch. Herr Bruckbauer, danke für Ihre interessante und fundierte Analyse. Ich nehme mit dramatische Ist-Zahlen, noch nie dagewesene Ist-Zahlen. Ich nehme aber auch mit Ihren optimistischen Ausblick. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Sie haben mehrmals das Wort Erwartungen in den Mund genommen und auch das Wort Vertrauen. Und das ist eine perfekte Überleitung jetzt zur Politik, zur Frau Landesrat. Die Bevölkerung, die Unternehmungen hatten viel Vertrauen in die Politik, in die gesetzten Maßnahmen, aber natürlich sind jetzt auch die Erwartungshaltungen ganz große. Wie geht es dir da jetzt in der Verantwortung auf politischer Seite, vor allem für große Unternehmungen und die gesamte Bandbreite, da politisch auch jetzt mithelfen zu dürfen und den notwendigen Anschub zu geben, dass dieser Optimismus sich umsetzt? Zuerst einmal danke für die Einladung und auch für diese wirklich interessanten Eingangsstatements. Ja, es ist als Wirtschaftspolitikerin eine sehr herausfordernde Zeit. Ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt über diese Themen intensiver zu sprechen beginnen. Denn natürlich war in den ersten Wochen vor allem der Gesundheitsbereich immer im Blickwinkel. Und ich bin daher froh, dass wir auch in einer breiteren Öffentlichkeit nun über diese wirtschaftliche Situation sprechen können. Es ist einiges schon gesagt worden vom Impulsstatement her, gerade vom Herrn Bruckbauer. Ich möchte das auch kurz auf die Steiermark herunterbrechen, um die Situation, die wir haben, noch einmal darzulegen. Denn Corona und insbesondere der Lockdown war für die steirische Wirtschaft so etwas wie eine Vollbremsung. Wir waren davor sehr gut unterwegs, zwar auch schon mit einer leichten Delle 2019, die spürbar war, aber im Großen und Ganzen hatten wir sehr gute, sehr erfolgreiche wirtschaftliche Jahre und wir hatten einen Fachkräftemangel. Nun haben sich die Vorzeichen komplett geändert. Wir haben völlig neue Rahmenbedingungen und das lässt sich vor allem auch an den Arbeitsmarktzahlen ablesen. Wir haben in der Steiermark jetzt innerhalb weniger Wochen eine Verdoppelung der Arbeitslosenzahlen und wir haben darüber hinaus 180.000, 185.000 Menschen in Kurzarbeit. Wenn man das zusammenrechnet, kann man sagen, dass jeder zweite steirische
unselbstständig Beschäftigter entweder arbeitslos ist oder in Kurzarbeit. Also das sind schon massive Auswirkungen, die es so noch nie gegeben hat. Wir haben gehört, dass einige Branchen besonders betroffen sind, Hotellerie, Gastronomie, der Handel. Aber wir sehen mittlerweile, dass es fast keine Branche gibt, die nicht betroffen ist. Das geht weit hinein ins Gewerbe und Handwerk, geht hinein in die Industrie, weil es derzeit dort so ist, dass noch Aufträge abgearbeitet werden können, aber dass schlichtweg kaum neue Aufträge derzeit hereinkommen. Und wir müssen hier in den nächsten Monaten damit rechnen, dass sich die Lage eben in diesem Bereich noch verschlimmert. Wir haben uns daher seitens des Landes dazu entschieden, auch eigene Maßnahmenpakete zu schnüren und in Ergänzung zum Bundespaket, das Gott sei Dank ein umfassendes war, relativ rasch ein Soforthilfepaket geschnürt. Und nur um hier die Größenordnung auch ein wenig darzulegen, wir haben allein im Soforthilfepaket rund 40 Millionen Euro an Wirtschaftsunterstützung in der Steiermark hier definieren können. Und das ist zum Vergleich in etwa so viel, wie das normale Wirtschaftsbudget des Landes Steiermark pro Jahr aussieht. Also da sieht man schon, dass wir seitens des Landes diese Herausforderung sehr ernst nehmen. Wir haben nun letzte Woche ein Arbeitsmarktpaket geschnürt in der Steiermark, auch mit einem Instrument namens Corona-Stiftung, weil es für uns in den nächsten Wochen und Monaten essentiell ist, dass wir die Menschen wieder in Beschäftigung bekommen. Wir wissen, dass rund 40% der Arbeitslosen eine Wiedereinstellungszusage haben. Das heißt, das gibt Hoffnung, wenn sich die einzelnen Branchen langsam erholen, dass auch die Menschen wieder in Beschäftigung kommen können. Ich selber bin aber davon überzeugt, dass wir hier auch seitens des Bundes noch weitere Maßnahmenpakete brauchen. Sowohl für jene Branchen, die weiterhin null oder wenig Umsatz haben werden, die werden das mit den bisherigen Maßnahmen nicht schaffen. Und ich glaube auch, dass wir in der Beschäftigungspolitik auch ganz neue Instrumente und Maßnahmen andenken müssen, weil wir sehen, dass die Betriebe nicht wieder aufs Vollgas steigen können. Die sind noch lange nicht dort, wo sie vor der Krise waren und werden daher auch nicht die Beschäftigten so schnell wieder in dem Ausmaß einsetzen können. Was jetzt auch für uns essentiell ist, dass wir ein Konjunkturpaket schnüren. Wir arbeiten derzeit in der Steiermark an einem Konjunkturpaket. Ich denke, es ist genau jetzt die Zeit, damit die öffentliche Hand Investitionstätigkeit auslöst. Einerseits als Auftraggeber, aber auf der anderen Seite muss es uns gerade jetzt auch ein Anliegen sein, Bauverfahren, Anlagegenehmigungen und dergleichen noch schneller abzuwickeln. Das ist der Bereich, der das Inland betrifft. Aber es wurde auch schon angesprochen, wir sind eine sehr stark exportorientierte Wirtschaft. In der Steiermark ist es sogar so, dass grob gesagt jeder zweite Euro durch den Export erwirtschaftet wird. Das heißt, wir werden einerseits davon abhängen, wie unsere Exportpartner auch durch diese Krise kommen. Und auf der anderen Seite denke ich, wir müssen sehr stark uns diesen Bereich auch vornehmen. Wir müssen über neue Lieferketten nachdenken. Wir brauchen eigene Unterstützungsinstrumente für Unternehmen, damit sie, wenn sie in den Export gehen in den nächsten Monaten, hier eine Sicherheit auch mitnehmen können. Also ich denke, da ist noch sehr viel zu tun. Da wir sind gerade dabei, diese Pakete auch zu erarbeiten. Und ich möchte einige Dinge aber auch nennen, wo ich sehe, da hat uns diese Krise auch enorm und rasch weitergebracht. Da wurde fast ein Turbo gezündet. Das ist einerseits der Bereich der Digitalisierung. Ich bin in der Landesregierung für dieses Ressort zuständig und es ist unglaublich zu sehen, was hier in wenigen Wochen möglich war, in vielen Bereichen, was sonst Monate oder Jahre gedauert hätte. Der ganze Bereich vom Teleworking, da wäre vieles nicht vorstellbar gewesen. Oder auch der Bereich im Onlinehandel, wo sehr viele heimische Unternehmen sich in regionalen Plattformen organisiert haben. Also da haben wir tatsächlich einen Schub im positiven Sinne in den letzten Wochen bekommen. Ich denke, was auch passiert ist, ist ein Bewusstsein seitens der Konsumentinnen und Konsumenten für die regionale Wirtschaft. Viele haben begonnen nachzudenken, was es bedeutet, wenn sie über Amazon oder andere internationale Plattformen bestellen und was es bedeutet, wenn sie den heimischen Betrieb unterstützen. Da hoffe ich, dass dieses Bewusstsein auch weiter aufrecht bleibt. Und wir haben auch gesehen, dass wir in einigen Bereichen, Schlüsselbereichen wie der Medizintechnik, der Pharmaindustrie, von anderen Kontinenten abhängig geworden sind. Und wir haben da eine Art Reindustrialisierung auch miterlebt. Ich bin zum Beispiel sehr froh darüber, dass unzählige, auch steirische Industrieunternehmen in sehr kurzer Zeit
die Produktion von Schutzausrüstung, Beatmungsgeräten und dergleichen gestartet haben. Und wir haben hier von der Steiermark aus eine Plattform initiiert, die nennt sich schutzvorcorona.at. Da sind mittlerweile 200 Anbieter für Schutzausrüstung und die meisten davon aus Österreich zu finden. Also da sieht man schon auch, welche Flexibilität und Innovationskraft die steirische Wirtschaft, die österreichische Wirtschaft auch in dieser Phase gezeigt hat. Für uns gilt es jetzt, neben diesen weiteren Maßnahmenpaketen auch zu überlegen, welche Impulse können wir seitens der Landespolitik setzen, um die Stärkefelder, die in der Steiermark vorliegen, wie beispielsweise die Humantechnologie, die grünen Technologien. Ich möchte auch den Bereich der Mikroelektronik nennen. Und ja, ein Sorgenkind ist selbstverständlich der Automobilbereich. Da denken wir intensiv darüber nach, wie können wir Impulse setzen, um in diesen Branchen aus der Krise zu helfen. Ich glaube, insgesamt wird uns helfen, dass wir davor sehr gut aufgestellt waren, dass sehr viele Investitionsprojekte auch weiterhin im Laufen sind. Wir haben hier allein bei der SFG 80 Projekte anhängig, wo die Projektwerber vorhaben, diese auch umzusetzen. Das stimmt nicht optimistisch. Und ich glaube, dass unsere hohe Forschungsquote, die Innovationskraft, die wir in der Steiermark haben, helfen wird, auch rasch aus dieser Krise zu kommen. Wobei, da schließe ich beim Herrn Bruckbauer an, rasch ist relativ. Wir müssen uns natürlich darauf einstellen, dass diese Krise jedenfalls 2021, vielleicht sogar bis 2022 dauern wird. Aber ich bleibe optimistisch. Wunderbar, ein zweiter Optimist am Tisch, ein dritter mit mir. Und auch eine perfekte Überleitung. Ich nehme jetzt mal mit aus diesem Eingangsstatement ein ganzes breites Bündel an Initiativen und Aktivitäten, die schnell und unmittelbar helfen sollen. Wir werden dann in der Diskussion sicher noch auf das eine oder andere kommen. Und du hast auch die ideale Überleitung geliefert mit den Hinweisen, wie wichtig der Export ist, wie wichtig die internationale Vernetzung der Unternehmungen ist und wie sehr sie uns auch schon beeinflusst, diese internationale Verflochtenheit. Und da sind wir jetzt froh, dass wir, und jetzt kommen wir runter in die Unternehmungen hinein, mit Frau Dr. Sabine Herlitschka, die Generaldirektorin eines sehr großen Unternehmens, gewinnen konnten für die Diskussion jetzt. Ein Unternehmen, das in Österreich 4.600 Mitarbeiter beschäftigt, über 3 Milliarden Umsatz macht, die gesamte Infineon-Gruppe 41.000 Mitarbeiter, 8,2 Milliarden. Und wir alle erinnern uns noch zurück, als im Mai 2018 bekannt gegeben wurde, dass die größte je in Österreich getätigte Investition in einen Standort freigegeben wurde, nämlich 1,6 Milliarden Euro in den Standort der Infineon in Villach, und das sind sicher Investitionen, die ja für die Zukunft sind, und genau da haben wir jetzt ein wenig das Problem. Frau Dr. Herlitschka, ich darf Sie um Ihre Ausführungen bitten. Ja, herzlichen Dank, danke für die Einladung. Sehen Sie meine Folien? Ja. Gut. Und hören tun Sie mich auch? Ja. Gut. Gut, ich möchte in Ergänzung zum Herrn Bruckbauer beginnen mit einem zwar oberflächlicheren, aber etwas breiteren Blick auf das BIP-Wachstum im globalen Vergleich. Sie sehen das hier dargestellt, gekoppelt dann mit unserer Bewertung der Zeit, die es brauchen wird, vom Erreichen des Tiefpunkts bis dann schlussendlich Zurückkehr zum Vorkrisenniveau. In dunkelgrün jeweils gezeigt unsere Infineon-Bewertung und in hellgrün den Range, der angegeben worden ist. Sie sehen unten die Skalierung. Ich möchte gar nicht so sehr auf die Details eingehen. Der Herr Bruckbauer hat das exzellent gemacht. Aber ich möchte einfach hier noch einmal herausarbeiten, die Unterschiede nach den Regionen und Ländern. Und man sieht hier einfach, dass USA zum Beispiel, obwohl in unserer Wahrnehmung sehr schlecht reagiert, ein sehr schlechtes Krisenmanagement, ein sehr diverses Krisenmanagement, nach dieser Einschätzung doch einen weniger starken Rückgang beim BIP-Wachstum offensichtlich haben wird. China, nicht überraschend, relativ positiv im Vergleich zu allen anderen. Aber man sieht eben auch, wie groß der Range ist und daran erkennbar, dass es eigentlich schwer einschätzbar ist. Aber trotzdem, das Bedauerliche auch, wir in Europa sind hier doch ziemlich weit hinten.
Und da gibt es eine Reihe von Gründen dafür. Und genauso sieht man auch hier auf der rechten Seite die Einschätzung der Rückkehr und die Zeitdauer der Rückkehr, die Zeitdauer bis zur Rückkehr vom Krisenniveau. Das heißt, für uns eigentlich in Europa auch ganz stark der Hinweis aus Corona, wir müssen viel arbeiten an unserer Abstimmung in Europa, an unserer Koordination in Europa, sodass wir in solchen Situationen einfach schneller wieder zurückkommen können, weil ich glaube nicht, dass eine Infektion, eine Pandemie wie Corona eine einmalige Erscheinung gewesen sein wird. Aus der einschlägigen Community, ich bin selber ursprünglich Biotechnologin, hat man eigentlich seit längerer Zeit mit so einer Pandemie gerechnet. Gott sei Dank ist das nicht aufgegangen bei früheren SARS oder Ebola oder so. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass sowas durchaus wiederkommt mit der Globalisierung. Die Unsicherheit, die derzeit in den Zahlen liegt, sieht man auch hier. Was ist hier aufgetragen? Die Prognosen des Wachstums im Halbleitermarkt, Mikroelektronik, nach den unterschiedlichen Beratern und Experten. Und Sie sehen hier, wie groß dieser Range auch wieder ist. Und in der Mitte der hell schraffierte Bereich unsere Einschätzung. Und auch daran erkennt man, dass man es einerseits sehr stark nach den Untereinheiten anschauen muss, im Bereich Digitalisierung, Internet der Dinge natürlich viel deutlicheres Wachstum, in anderen Bereichen deutlich geringeres. Aber es zeigt einfach, wie volatil die ganze Situation ist und wie schwierig eine Bewertung ist, wenn man sich verlassen möchte auf allgemeine Quellen. Diese Darstellung habe ich deswegen reingegeben, weil sie meines Erachtens auch eine sehr, sehr gute Zusammenfassung ist, wie sich die Krise auf die einzelnen Branchen im Vergleich auswirkt. Auch da gehe ich jetzt nicht auf die Details ein. Wir als Mikroelektronik und Elektronikindustrie sind typischerweise eine Frühindikatorindustrie. Das heißt, wenn es bergab geht, kommt es bei uns relativ bald an. Wenn es bergauf geht, sehen wir das typischerweise auch etwas früher. Und Sie sehen hier wird erwartet, dass Elektronik- und Industriegüter die Auswirkungen hier von Corona relativ am wenigsten sind und dann eben ansteigen bis zu dem, was schon gesagt worden ist mit Tourismus und Gastgewerbe. Und ich möchte da auf einen Punkt hinweisen, den der Herr Dengler schon genannt hat, das Testen. Das Testen ist nicht nur im Erkennen von potenziellen Keimzellen wichtig, sondern stellen Sie sich vor, wie würde es der Luftfahrt gehen, wenn wir sehr schnell einen Test hätten, wo wir zum Beispiel feststellen können, ob ein Passagier, der einsteigen möchte, positiv ist oder nicht. Ich nehme dieses Beispiel sehr bewusst, wir reden bei der Luftfahrtindustrie von Unterstützungspaketen im Milliardenbereich. Stellen Sie sich vor, was es heißen würde, wenn wir einen Corona-Schnelltest hätten. Jeder Passagier, der zum Gate kommt, macht einen Test. Eine halbe Stunde später ist das Ergebnis hier. Das passt typischerweise ganz schön gut zusammen mit der Zeit, bevor man am Gate ist. Damit hätten wir hohe Sicherheit und könnten eine ganze Branche wieder aufsperren. Oder gleiches Beispiel im Tourismus. Was ich sagen möchte, ist, dass dieses evidenzbasierte Bewerten von Erkrankungen nicht nur im Sinn des Managements der Erkrankung wichtig ist oder der Infizierten, sondern auch ganz strategische Bedeutung hat für das Umgehen mit den Effekten in einzelnen Branchen. Das Testen geht weit über die Handhabung von potenziell Infizierten und Kranken per se hinaus. Ich weiß nicht, ob man es wirklich so breit sagen kann, aber ich versuche die These zu sagen, wir könnten uns wahrscheinlich viele Stützungspakete, zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie oder im Tourismus oder der Gastronomie, sparen,
wenn wir hier schnell verfügbare, verlässliche Tests hätten. Und damit heißt es, wir müssen da einfach deutlich weiterdenken als nur das Testen jetzt bezogen auf die Krankheit. Testen als strategische Bedeutung für das ganze Zusammenspiel und den Impact auf die Wirtschaft. Und deswegen muss der Fokus genau auf das kommen. Ich habe meine Überlegungen zusammengestellt jetzt, was all das für uns heißen kann. Es ist am Anfang genannt worden, unsere Investition. Wir sind vor 2 Tagen rausgegangen mit der Meldung, dass wir den Rohbau abgeschlossen haben, nahezu im Rahmen der Zeitplanung, die wir hatten. Wir hatten im Herbst etwas adaptieren müssen aufgrund der Weltwirtschaftslage. Aber erstens, wir stehen zu dieser strategischen Investition weiter und zweitens, wir haben das fortsetzen können. Und da möchte ich gleich mit der ersten Schlussfolgerung aus meiner Sicht ansetzen, eben genau deswegen, weil ich meine, dass eine Situation wie Corona wahrscheinlich und leider keine singuläre sein wird, egal in welcher Form eine herausfordernde Situation wiederkommen wird. Ich glaube, es ist wichtig, so wie bei Corona, dass man sehr offensiv die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen gesetzt hat. Aber ich glaube, man muss in Zukunft wesentlich mehr parallelisiert agieren. Was meine ich damit? Gesundheitssorge um die Gesundheit war oberste Priorität. Aber Sie haben es vielleicht verfolgt, in manchen Ländern hat man dann parallel Produktion und Bau gleich geschlossen. Auch bei uns stand das im Raum. Gott sei Dank haben wir überzeugen können, gemeinsam, dass man Produktion und Bau unter Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen fortführt. Und das ist heute eine wesentliche Grundlage, dass die Auswirkungen der Corona-Krise nicht noch viel schlimmer sind. Ich möchte damit sagen, dass man bei Krisen wie diesen gut beraten ist, wenn man parallel an Gesundheit, an Wirtschaft und alle weiteren Folgen schon denkt und nicht sequenziell abarbeitet, weil man damit die Konsequenzen reduzieren kann. Das heißt, Krisenmanagement muss parallel verschiedene Aspekte adressieren. So, jetzt wäre ich konkreter. Die Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen aus meiner Sicht, Qualifizierung, selbstverständlich. In jeder Statistik in den letzten Jahren haben wir immer wieder gezeigt, diejenigen Menschen mit geringem Ausbildungsniveau sind die, die die größte Gefahr haben, arbeitslos zu werden. Und genau das haben wir jetzt gesehen. Das heißt, ich meine, wir müssen eine breitflächige Qualifizierungsinitiative setzen, weil wir haben ja parallel noch immer einen Fachkräftemangel. Das heißt, investieren in Aus- und Weiterbildung mit besonderem Fokus auf die rund 600.000 Arbeitslosen. Digitalisierung, auch das ist schon angesprochen worden. In China hat man das perfekt gesehen. Die Corona-Krise war ein unglaublicher Push Richtung Digitalisierung. Und auch das ist bei uns der Fall gewesen. Etwas holprig, aber nichtsdestotrotz, auf einmal waren viele Dinge möglich, wo es vorher geheißen hat, geht gar nicht und überhaupt nie. Und das hier systematisiert voranzutreiben, das würde ich wirklich sehr hoffen und insbesondere in der Bildung auf allen Ebenen. Was man auch immer wieder hört, und ich möchte das unterstreichen, die Veränderung, die Ökologisierung, den Klimawandel gibt es noch immer. Bei Corona haben wir hoffentlich irgendwann eine Impfung. Gegen den Klimawandel gibt es keine Impfung. Und entsprechend müssen wir diese wichtigen Schritte gerade jetzt setzen. Das heißt, Ressourceneffizienz, nachhaltige Mobilität, öffentlicher Nahverkehr, Kostenwahrheit bei CO2. Das sind aus meiner Sicht genau die richtigen Schritte, die wir jetzt setzen müssen. Im Regierungsprogramm steht das drinnen. Es gibt keine Gründe, warum man das jetzt nicht umsetzen sollte.
und natürlich Stärkung des Standortes mit einer Reihe von Aktivitäten, Forschung, Technologie und Innovation. Auch das sagen wir seit langem. Wir haben es jetzt wieder in der Krise gesehen. In der Krise, auch zu Recht schon angesprochen, ist auch deutlich sichtbar geworden, wie systemrelevant zum Beispiel Produktion, vor allem im Hightech-Bereich, aber nicht nur dort, Stichwort Masken, das ist ja das besonders Ernüchternde gewesen, wie sehr Autonomie und Souveränität hier ganz schnell auf dem Spiel steht. Da müssen wir anders mit Standortfragen umgehen. Gerade in Zeiten, wo jetzt die staatlichen Budgets, die öffentlichen Budgets so stark gefordert sind, möchte ich besonders hinweisen auf den Punkt der öffentlichen Beschaffung, wo man nach dem Bestbieterprinzip gehen kann, Innovation, Nachhaltigkeit hier in den Fokus stellen kann. Die öffentliche Hand in Österreich hat rund 40 Milliarden pro Jahr, die beschafft werden, die ausgegeben werden für Beschaffung. Damit schafft man Märkte, wenn man hier auf Bestbieter, sprich Innovation und Nachhaltigkeit schaut. Und Entbürokratisierung ist so ein Dauerbrenner, aber auch warum nicht gerade jetzt die Krise hier nutzen. Und letzter Punkt, Europa. Wir haben eigentlich gesehen, wie unglaublich der Fokus auf die einzelnen Mitgliedsländer gewesen ist. Es muss wirklich viel stärker klar werden, wir sind hier als Europa gefordert. Wir haben keine Chance gegen China oder USA oder sonst was. Wir müssen uns als Europa viel mehr hier zusammentun. Dabei geht es um europäische Kompetenzen, aber auch um einen europäischen Markt. Und nur das wird uns gemeinsam stärken. Und ganz abschließend, ich glaube, dass die Hauptlehre oder die Hauptschlussfolgerung aus der Corona-Pandemie ist, wir müssen unglaublich stark arbeiten an der Resilienz. Resilienz ist so ein Modewort geworden. Die Corona-Krise hat das besonders gezeigt. Gerade weil es herausfordernde Situationen noch mehr geben wird als bisher schon, müssen wir daran arbeiten, wie stellen wir uns so stabil auf, dass uns so etwas nicht komplett aus der Bahn wirft. Denn mit all den Paketen, die zum Beispiel nur Österreich jetzt hier ausgibt, auf Bundes- wie auch auf regionaler Ebene, dieses Pulver wird man nur einmal verschießen können, weil dazu ist es einfach zu viel. Das heißt, wir müssen uns höchst resilient aufstellen. Ja, und damit möchte ich meinen Beitrag beschließen. Frau Dr. Herletschka, danke für Ihr Impulsstatement. Auch Sie haben eingangs festgehalten, die Intensität und Massivität der aktuellen Krisensituation, haben aber durchaus auch optimistisch in die Zukunft geschaut und auch Chancen gesehen. Ihre Hinweise, die ich mir aufgeschrieben habe, waren, wir müssen wahrscheinlich lernen, auch künftig mit Krisen umzugehen. Wir sollten uns viel mehr dem Thema Bildung und Qualifizierung annehmen. Und Chancen gibt es auf jeden Fall in der Digitalisierung, was auch die Frau Landesrat schon angesprochen hat. Und damit bin ich gleich bei der Überleitung zu Präsident Josef Herg. Wir sind mitten bei den Unternehmungen. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir jeden Tag die Telefone heiß laufen und glühen. Was sind jetzt die konkreten Anfragen der Unternehmungen und Unternehmer? Dass es Ihnen so langsam geht, ist klar, aber wie ist da die Lagebeurteilung in der Wirtschaftskammer Steiermark? Ja, zuerst einmal danke auch für die Möglichkeit, dabei zu sein und auch hier mitzudiskutieren. Überhaupt keine Frage, die Situation war natürlich gewaltig. Also dieser Lockdown hat uns voll getroffen, hat auch mich persönlich voll getroffen, auch in meinem eigenen Unternehmen. Und das ist schon eine sehr, sehr herausfordernde Situation, wenn man mit vielen, vielen Unternehmern telefoniert und man weiß, es steht ihnen das Wasser bis zum Hals. Und die Existenzsorge ist natürlich voll vorhanden und das ist schon eine sehr, sehr intensive Zeit. In manchen Bereichen hat sich das durchaus wieder etwas gelockert, in vielen Bereichen wird das noch kommen. Neben vielen Punkten, die ja schon angesprochen wurden, glaube ich, haben wir auch eine Situation, wo wir mal nachdenken müssen. Wir haben ja bis dato in der Wirtschaftskammer Steiermark 37.000 Anträge im Bereich Härtefallfonds 1 und 2 bearbeitet, 30.000 abgewickelt. Und wir sehen natürlich auch, dass die Problemstellung vorhanden ist, dass unsere Unternehmungen
Veränderungen im Einpersonen-, im kleinen und mittleren Bereich, in der Eigenkapitalausstattung natürlich nicht sehr stark sind. Das heißt, ich glaube, es muss ein ganz wesentlicher Fokus auch für die Zukunft sein, dass wir diese Unternehmungen stärken, weil, wie heute schon mehrfach angesprochen wurde, ist ja auch damit zu rechnen, dass es noch in irgendeiner Form wieder einmal so eine Krisensituation gibt, um hier auch widerstandsfähiger zu sein. Ich möchte hier natürlich auch ein großes Dank an unsere Mitarbeiter aussprechen, die ja Wochenende durchgearbeitet haben, um für die Kleinst- und Kleinunternehmungen wirklich für den persönlichen Bedarf so quasi die erste Not zu lindern. Ja, es gibt natürlich keine einfache Antwort auf die Situation. Es gibt ja nicht die Wirtschaft, sondern die Branchen sind sehr unterschiedlich. Wir haben Bereiche, die sind weniger betroffen. Manche haben so quasi voll durchgearbeitet und manche hatten einen hundertprozentigen Lockdown. Und wenn man mit solchen Unternehmerinnen und Unternehmern spricht, die von heute auf morgen so quasi den Umsatz von 100 auf 0 gestellt haben, dann braucht es hier schon ganz, ganz besondere Unterstützungen und auch Bereiche, um hier das Überleben zu sichern und zu garantieren. Und der wichtigste Faktor ist die Liquidität. Die Liquidität ist so quasi der Blutkreislauf in jedem Unternehmen. Und da sehen wir nach wie vor, es gibt hier viele Programme, den Corona-Hilfsfonds, 15 Milliarden und. Vieles wurde dargestellt, aber bis so quasi diese Bluttransfusion des Überlebens bei den Unternehmerinnen und Unternehmern ankommt, dauert es zum Teil sehr lange und in vielen Bereichen ist das auch noch nicht angekommen. Das heißt, Geschwindigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor und das ist auch unser Appell, dass wir hier alles unternehmen und auch viele restriktiven Maßnahmen, die ja auch es den Banken nicht einfach machen, hier auch so quasi die Geldmittel zur Verfügung zu stellen, einfach rascher und schneller weiterkommen. Ein Punkt, den die Frau Dr. Herlitschka angesprochen hat, der liegt mir natürlich besonders am Herzen, Ausbildung, Qualifizierung. Ja, wir mussten auch unsere Berufseuropameisterschaft verschieben, Gott sei Dank, nicht absagen, verschieben, weil gerade, ich glaube, diese Symbolik Ausbildung, Qualifizierung nach wie vor ganz, ganz weit nach vorne zu bringen, um uns auch in Zukunft auch mehr Resilienz gegenüber solchen Problemstellungen zu geben, ist wichtig. Ein Faktor Investitionen, ja, große Bitte hier an die öffentliche Hand, den öffentlichen Bereich, hier nicht auch noch zu sparen und den Investitionsbereich rückzuhalten. Ich glaube, da ist es auch notwendig, mit fairer Vergabe oder regionaler Vergabe kann man hier auch den einen oder anderen Faktor setzen, um die Wirtschaft nachhaltig in diesem Bereich zu unterstützen. Und einen Verbündeten gibt es, denke ich, auch in dieser Krise, neben allen Hilfsfonds, das ist der Konsument und die Konsumentin in unserem Land. Es kann sich jeder mit seinem Handeln und mit seinem Tun, mit seinem Einkauf gut überlegen, wie kann ich damit die Wirtschaft in meinem Umfeld natürlich auch dementsprechend stärken. Wir haben auch diese Begrifflichkeit Einkaufspatriot auch dargestellt und ich glaube und ich hoffe, das wird auch ein Umdenken weiterbringen. Obwohl, und das ist natürlich auch keine Frage, die Steiermark ein starkes Exportland ist. Die Hälfte unserer Wertschöpfung geht über den Export und ich denke, da sind wir auch gefordert, neben Innovation und Digitalisierung, viele Punkte wurden schon angesprochen, hier auch wirklich an Fahrt und Geschwindigkeit aufzunehmen. Wir haben das ja natürlich auch mitbekommen, wie rasch eigentlich so ein ungezwungener Innovationsimpuls im Bereich mancher Digitalisierungsbereichen da ist und am Ende des Tages sind die Unternehmerinnen und Unternehmer dem Optimismus verpflichtet. Und ich glaube, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Perspektive. Wir brauchen ganz klare Bereiche. Wann können wir den einen oder anderen Bereich aufmachen? Wann kann mit Hilfe gerechnet werden? Wann fließt so quasi diese Infusion, diese finanzielle, um auch zu überleben? Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Viele andere Bereiche sind angesprochen. Die kann ich nur auch voll mittragen. Ja. Und ich sage auch, ich bin auch in meiner Funktion dem Optimismus verpflichtet, auch wenn es in den letzten Tagen und Wochen zugegebenerweise nicht einfach war und auch viele, viele schlaflose Nächte dabei waren. Dankeschön. Herr Präsident, danke für dein Statement. Wir liegen perfekt in der Zeit. Ich bekomme da laufend auf dem Handy herein Hinweise, auch schon Fragen, zwei positive Zwischenbemerkungen. Viele finden, dass die Veranstaltung nach wie vor sehr interessant ist und die technische Übertragungsqualität perfekt ist.
damit komme ich zum nächsten am Podium hier. Und Präsident Herk hat eigentlich die Brücke gebaut. Du hast von Verbündeten gesprochen. Die Frau Landesrat, hat gesagt, wir haben eine Vollbremsung hingelegt. Seppi Herk hat gemeint, die Unternehmungen von 100 auf 0. Und wenn man sich so anhört, was so jeder sagt zur aktuellen Situation, alle haben das gleiche Lösungsmittel, man braucht dringend Geld. Und jetzt ist es ja amtsbekannt, dass die Banken dieses angeblich haben. Und wir sind froh, dass wir Generaldirektor Martin Schaller für die Diskussionsrunde gewinnen konnten. Die RLB deckt in etwa 50% des Marktes in der Steiermark ab mit ungefähr 750.000 Privatkunden und Beziehungen und 65.000 Firmenkunden. Also ganz sicherlich einen guten Einblick, wie es der steirischen Wirtschaft finanziell geht. Herr Generaldirektor, wir sind schon ganz gespannt auf deine Ansagen und wie viel Geld da im Tresor, im Haus oder wo auch immer jetzt zur Verfügung steht. Vielleicht können wir schon ein bisschen was mitnehmen. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen in unserem virtuellen Studio im Raiffeisensaal der Raiffeisen Landesbank Steiermark. Es freut mich, dass wir so eine hochkarätige Runde hier versammeln konnten. Nun, Corona, Covid, das ist was anderes als die Finanzkrise. Wir kennen die Finanzkrise, wir haben damit leben gelernt, wir mussten damit leben lernen. Wir haben aber festgestellt, es gibt Wege aus der Krise. Und ich glaube, das, und da schließe ich bei meinen Vorrednern an, wir müssen immer die Krise als Chance sehen, die Krise als Chance für neue Entwicklungen, für neue Bewegungen. Und da stelle ich jetzt hier für uns und für die Finanzbranche die Frage, anders als in der Finanzkrise, die ja zum Teil bei Finanzinstituten ausgegangen ist, wie können wir jetzt als Finanzinstitute, als Regionalbanken diese regionale Wirtschaft auch stützen? Wir haben schon gehört, der Blutkreislauf der Wirtschaft ist nun einmal die Liquidität, die in der Regel von den Banken zur Verfügung gestellt wird. Ich kann Ihnen versichern, Liquidität ist in ausreichendem Maße zur Verfügung. Es ist nur leider nach wie vor so, dass uns die Aufsicht natürlich nicht ganz entbindet von unseren Sorgfaltspflichten. Das heißt, auch die Banken müssen dazu beitragen, dass das Geld, das ja angekündigt ist und wo ich glaube, dass die österreichische Regierung und auch die Landesregierung sehr großzügige Programme hat, aber letztendlich können wir ja diese Gelder nicht einfach beim Fenster rausschmeißen, sondern wir müssen genau prüfen, wo denn die hinkommen. Nun, ich glaube, wir haben drei Phasen, die wir durchleben. Jedes Unternehmen ist jetzt in einer bisschen einer anderen Phase. Durchtauchen und Existenzen sichern, das ist natürlich in erster Linie einmal die größte Aufgabe. Dann kommt ein Auftauchen und ein Orientierung suchen und als dritte Stufe kommt dann neue Segeln setzen und nachhaltiges Wachstum dann schaffen. Nun, in der Phase des Durchtauchens, da sind wir nach wie vor drinnen. Natürlich als allererstes ist es die Gesundheit, die es gilt zu schützen, aber auch die Existenzen zu sichern, die Existenzen von Unternehmen und die Existenzen von Handel und Dienstleistungen, die Existenzen von Tourismus und anderen. Ich glaube, dass wir sehr gut unterwegs sind, diese Probleme anzugehen. Ich glaube auch sagen zu dürfen, dass der Bankensektor allgemein hier sehr rasch reagiert hat. Ich glaube, dass der Bankensektor hier auch sehr gut funktioniert. Das beginnt bei banalen Dingen wie Öffnungszeiten oder Bargeldversorgung, Internetbanking. Das ist auch psychologisch wichtig, denn stellen Sie sich vor, die Banken sperren zu, dann gibt es den Bankrun und es ist anscheinend kein Geld vorhanden. Das wäre eine Katastrophe. Nun, ich glaube, das haben wir ganz gut gemeistert bisher. Die finanziellen Programme, die von der Regierung gestartet wurden, die kommen jetzt auch schön langsam an. Das ist das richtige Signal. Aber wir sind immer noch in einer sehr, sehr schwierigen Situation für alle Unternehmen. Ich kann Ihnen hier nur ein paar Zahlen aus den letzten Wochen auch zeigen. Was haben wir denn in den letzten Wochen an Liquiditätshilfen bereits leisten können? Wir haben, Sie sehen es da, für die heimischen Unternehmen in der Steiermark über 500 Millionen Liquidität zur Verfügung gestellt. Und noch einmal kann ich Ihnen versichern, in den Tresoren liegt noch ausreichend Liquidität vorhanden. Also das wird nicht so schnell versiegen. In den aller
unterschiedlichsten Formen und natürlich mit Garantien, mit Förderungen, mit Überbrückungsmaßnahmen. Ich denke, das läuft, die Verantwortung als Blutkreislauf für die Wirtschaft wird wahrgenommen von den Regionalbanken. Regional und digital, diese beiden Ausdrücke, glaube ich, die möglicherweise manchmal als Widerspruch klingen könnten. Nein, genau das bewährt sich heute. Wir wissen, wir werden einen riesigen Schub an Digitalisierung durch diese Krise erlernen und mitleben. Aber wir müssen auch in den Regionen, in den Betrieben für unsere Unternehmen da sein und diese unterstützen. Und da sind wir uns auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung natürlich bewusst. Wir wirken auch mit bei Hashtag regional kaufen. Wir wirken auch mit, wenn wir die Schwächeren in der Gesellschaft unterstützen, indem wir auch gemeinsam mit der Landesregierung und mit anderen Unternehmen, steirischen Unternehmen, Laptops für Kinder bereitstellen, um hier auch die so wichtige Bildung, weiterzutreiben. Die Krisen zeigen die Schwächen, die wir haben, aber ich habe schon erwähnt, die Krisen sollten eigentlich die Chancen zeigen, die wir haben. Ich gehe davon aus, wir haben jetzt einen Katalysator durch Corona, einen Katalysator, was Digitalisierung betrifft, aber auch was Nachhaltigkeit, was Resilienz betrifft. Ich glaube, die Nach-Corona-Zeit wird eine andere sein als die Vor-Corona-Zeit und nur diejenigen, die sich jetzt proaktiv auf die Nach-Corona-Zeit einstellen, auch diejenigen haben da die größten Chancen. Und wie schon erwähnt, in der Steiermark haben wir exportorientierte, innovative, technologisch sehr, sehr weit vorangeschrittene Betriebe. Und ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam in der Steiermark mit unseren Betrieben das Comeback der steirischen Wirtschaft auch begleiten können, das Comeback der steirischen Wirtschaft auch sehen werden mit Innovation, mit Kooperation, mit Willenskraft. Und wir werden ganz sicherlich, auch wenn natürlich der Weg noch nicht zu Ende ist. Und ich warne auch davor, dass wir jetzt zu schnell alle Maßnahmen wieder abschaffen, wie gern wir das tun würden, gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass wir noch mit Vorsicht in die Zukunft gehen müssen, mit Vorsicht in die Zukunft gehen, dass wir die Erfahrungen mitnehmen aus dieser ersten Phase und dass wir dann aber am Ende des Tages gestärkt wieder herausgehen können. Herr Generaldirektor, danke für dein Impulsstatement. Ich habe es auch optimistisch wahrgenommen mit einer kleinen Warnung zum Schluss. Wir liegen jetzt perfekt im Timing. Wir haben noch maximal 45 Minuten Zeit. Wir haben einen 2-Stunden-Slot vom ORF bekommen. Ich habe jetzt einige Fragen hereinbekommen, die ich gleich weitergeben möchte, und ich bitte Sie, die Fragen möglichst kurz zu beantworten. Wobei vorher noch ein Hinweis, ich habe viele Zurufe hier bekommen, dass der allseits getätigte Optimismus sehr gut tut. Also bedenken Sie das bitte jetzt bei der Beantwortung der Fragen. Ich starte gleich mit einer ersten Frage und bereite die zweite vor. Die erste Frage ist an den Herrn Veit Dengler gerichtet, nämlich Sie sind seit vielen Jahren in leitenden Positionen großer internationaler Medienkonzerne, nämlich die Macht der Medien in dieser Krisensituation. Sie können ganz wesentlich steuern, wie das Volk denkt, wie das Volk handelt. Und die zweite Frage zur Vorbereitung geht an den Herrn Bruckbauer. Es ist das Thema gekommen, wir müssen jetzt zusammenhalten. Die EZB ist groß gefordert und zum Thema Zusammenhalt ist ja dann auch die Frage, wie finanzieren wir uns hier jetzt in Europa? Macht es jeder für sich oder was ist mit diesen Eurobonds, die ja nicht wirklich jeder will, die Starken natürlich nicht. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Herr Dengler, das Wort ist bei Ihnen. Ja, also interessante Frage. Steuern, wie Menschen denken, haben Sie das genannt. Das halte ich nicht nur für nicht richtig, sondern es ist auch immer weniger richtig, wenn wir das jetzt historisch anschauen. Warum? Es ist, glaube ich, bekannt, dass es für die Medienbranche allgemein sehr schwierige 10, 15 Jahre waren, die letzten Jahre. Warum? Weil Werbung ein großer Teil des Erlösstroms war für die meisten Medien und der stark rückläufig ist zugunsten von Online Werbemöglichkeiten, die in der Regel nicht Medienhäusern gehören, sondern Google und im Wesentlichen. Und die Auswirkung dieser schwierigen Jahre war, dass es eben viel gespart wurde. Es gab reihenweise Sparrunden immer wieder. Und eine der wesentlichen Auswirkungen, das kann Frau Herrlitschka vielleicht bestätigen, ist, dass wir relativ wenig guten Wissenschaftsjournalismus haben. Das ist eine Mangelware, vor allem in Österreich.
Bei der NZZ gibt es zum Beispiel noch eine vierköpfige Wissenschaftsredaktion, das ist aber inzwischen schon ein Luxus geworden für viele Redaktionen. Man muss aber auch etwas sagen in dieser Krise jetzt, in der Covid-Krise, und das ist die gute Leistung der Öffentlich-Rechtlichen. Da wurde viel darüber gestritten, ob es die geben sollen in dieser Form, ob die Gebühren in dieser Form gerechtfertigt sind. Ich ärgere mich auch immer wieder über die Kapitalismusfresser auf Ö1 in der Früh, wenn ich das höre. Aber man muss ehrlicherweise sagen, sie haben jetzt gut durch diese Krise geführt. Sie haben gut kritischen Journalismus geliefert. Sie haben allerdings auch vielleicht ein paar Eingrenzungen aufgrund unserer föderalen Struktur. Sie haben sich jetzt nicht überschlagen, um zum Beispiel jetzt Ischgl und was da passiert ist, zu recherchieren. Das ist ein Problem bei Öffentlich-Rechtlichen, vor allem wenn die dann von den jeweiligen Landeshauptleuten kontrolliert werden regional. Aber im Allgemeinen haben sie es gut gemacht und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass auch Öffentlich-Rechtliche genug Ressourcen haben sollten und dass man sie nicht aushungern darf. Und vor allem auch zum Beispiel nicht in Bereichen wie Wissenschaftsjournalismus oder Wirtschaftsjournalismus. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich finde, in Österreich die Privaten einen sehr guten Job machen. Also Puls 4, Puls 24 ATV haben eine sehr gute aktuelle Berichterstattung und haben das gut gemacht. Und ich glaube, in Österreich aufgrund der Struktur, weil das ein sehr kleiner Markt ist, kann man sich durchaus überlegen, in welcher Form das man will, dass das weiter passiert. Ob man zum Beispiel jetzt eine Art Gebührensplitting macht, das gibt es zum Beispiel in der Schweiz, dass die Privaten einen gewissen Teil der Gebühren bekommen. Das ist, glaube ich, erwägenswert, aber allgemein haben wir gesehen, dass es wichtig ist, Medien zu haben, die gut informieren. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, steuern, wie Menschen denken oder die Macht der Medien. Ich glaube, was wir eher sehen, auch dieses Mal wieder, ist eine Ohnmacht der Medien. Und zwar warum? Weil auf sozialen Medien ist jeder ein Verleger. Wir sehen auch jetzt wieder ganz viele Verschwörungstheorien, die millionenfach auf YouTube oder auf Instagram oder auf Facebook gefolgt werden, runtergeladen werden, angeschaut werden. Zum Teil völlig abstruse Sachen, zum Teil auch wirklich gefährliche Sachen, sind wir uns ehrlich. Ja? Also die Weltverschwörung von Soros und was weiß ich was, das ist, hat echtes Potenzial für Konflikte in unseren Gesellschaften und das ist nicht gut. Und das gab es vor den sozialen Medien in der Form nicht und mit den sozialen Medien gibt es das. Und warum gibt es das? Weil wir im Medienrecht ein echtes Loch haben, nämlich dass die größten Verleger unserer Zeit, und das ist Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, die größten Verleger unserer Zeit haben keine Verantwortung für die Inhalte, die dort passieren. Sie nennen sich Plattformen und es darf ja jeder veröffentlichen, was man will. Das hätte man jetzt im Fernsehen oder in Zeitung auch sagen können, kann halt jeder schreiben, was er will. Das haben wir aber als Gesellschaft aus guten Gründen nicht gemacht, weil Medien haben sehr wohl Einfluss darauf, wie Leute denken. Und wenn jetzt millionenfach Verschwörungstheorien geteilt werden und viele Leute glauben das dann, was sie dann auch da sehen und hören, dann hat das echte gesellschaftliche Auswirkungen. Das heißt, da, wo ich eine große Staatsaufgabe, das ist wahrscheinlich bei uns eine EU-Aufgabe, aber nicht nur, auch eine Staatsaufgabe durchaus, ist, dass wir das Medienrecht stärken und sicherstellen, dass auch die Plattformen Verantwortung haben, was auf ihnen passiert. Für Ihre Zusammenfassung, bevor ich zu Ihnen komme, Herr Bruckbauer, zu den Milliarden, würde ich gerne noch Generaldirektor Schaller zur Einleitung etwas fragen, weil auch die Frau Landesrat hingewiesen hat auf die Bedeutung der privaten Konsumenten. Gab es eigentlich wirklich je den Ansturm auf die Bankomaten und auf die Sparbücher? Also ich konnte immer abheben. Also es war tatsächlich so, dass an einem Tag, ich glaube es war der 13., der Freitag der 13., dass wir hier einen sehr großen Ansturm gesehen haben in den Bankstellen, bei den Bankomaten. Aber gerade weil wir gezeigt haben, wir sind da, die Banken sind geöffnet, Liquidität ist ausreichend da, war die Geschichte am Montag wieder gegessen. Aber ja, es ist sehr gefährlich, wenn man schürt und wenn man gewisse Hysterien schürt, dann kann es sehr schnell zu solchen Ereignissen kommen und da muss man dastehen und da muss man sagen, wir sind da und dann kommt auch wieder die Beruhigung. Sparbücher wurden keine geplündert? Nein. Herr Bruckbauer, damit bin ich bei Ihnen. Also der Bankomat hat immer 400 Euro Maximum hergegeben. Wie schaut es jetzt aus mit den Milliarden? Ja, die sind auch geflossen. Es ist auch hier nicht viel passiert. Ich sage, die Europäische Zentralbank spielte hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Das Thema Corona-Bonds ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz schlechtes, eine schlechte Diskussion zur falschen Zeit sozusagen. Es hat ja auch damit zu tun, dass die Leute, also dass in der Öffentlichkeit zu diesem Thema
wild durcheinander diskutiert worden ist. Ja, die einen verstanden darunter Geschenke, die anderen Haftungsübernahmen für alles, die anderen günstigere Refinanzierung, als es vielleicht sonst wäre. Das alles muss man auseinanderhalten, dann ist die Sache viel, viel weniger kompliziert. Wir haben die Europäische Zentralbank als einen ganz, ganz wesentlichen Lender of Last Resort, der uns hilft, dass niemand hier exorbitante Zinsen zahlen muss oder sich gar dann am Ende nicht refinanzieren kann. Dafür haben wir die Europäische Zentralbank. Um gewisse Programme auf europäischer Ebene zu machen, haben wir die EIB, wir haben den Rettungsfonds, wir haben auch die EU-Kommission, die ja jetzt auch große Mittel zur Verfügung stellt. Und als drittes ist halt die Frage, gibt es eine Form von Solidarität? Und das muss alles muss man schön nebeneinander stellen. Wollen wir Solidarität haben im Sinne von, dass manche mehr bekommen als andere, also dass es so, wie wir es in der EU auch generell haben, dann muss man das offenlegen und sagen, okay, es bekommen Schwächere etwas mehr als die ganz besonders Starken. Aber das hat dann nichts damit zu tun, dass wir alle in alles in einen Topf hineinwerfen, den dann alle, aus dem sich alle, wie sie wollen, bedienen können und den dann alle bezahlen. Das will niemand und das funktioniert nicht. Aber man muss schon ganz klar sagen, in dieser Diskussion gibt es zwei sozusagen grundsätzliche Positionen, die man berücksichtigen muss. Das eine ist die Position, dass jede Form von Hilfe nicht mit der Enteignung, also mit einer Form von politischen Enteignung stattfindet, so wie wir es in Griechenland zum Teil gehabt haben oder in der Finanzkrise. Also man darf kein Land sozusagen politisch entmündigen als Gegenleistung für Hilfen. Das wäre ein GAU für den Euro. Auf der anderen Seite ist auch ganz klar, man darf kein Land in eine Haftung zwingen oder in eine große Haftung zwingen, die es nicht will. Auch das wäre ein super GAU für den Euro. So stellvertretend die Länder im Süden für den ersten Fall, stellvertretend Deutschland oder Österreich für den zweiten Fall. Und ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, dass wir diesen GAU vermeiden können, nicht zuletzt, wie gesagt, durch die EZB. Aber wir müssen halt auch diskutieren, wie gehen wir jetzt mit dem Problem um, dass manche Länder tatsächlich sehr viel mehr Mittel schnell aufstellen können, andere aus welchen Gründen auch immer zurückhaltender sind, gerade was um Staatshilfen geht, um Teilverstaatlichung davon, zumindest kurzfristiger. Wenn wir da Aufheben von Wettbewerbsbeschränkungen, wenn wir da sozusagen jetzt Riesenvorteile für die eine Gruppe der Länder haben und Riesennachteile für andere, wird uns das irgendwann schwerst im Kopf fallen. Aber wie gesagt, das alles hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt unbedingt Corona-Bonds brauchen, dass wir jetzt eine Haftung brauchen, in der alle sozusagen hineingezwungen werden und für jemanden haften müssen, für Geld der Vergangenheit. Das braucht niemand und die Diskussion darüber ist müßig. Danke für Ihr Statement. Frau Dr. Herrlitschka, eine Frage. Ihr Unternehmen gehört zu den ganz großen, börsennotiertes Unternehmen. Wahrscheinlich gibt es weniger Liquiditätsprobleme, aber bei Ihnen dran hängen ja auch sehr viele kleinere Unternehmungen, Lieferanten. Wie nehmen Sie da derzeit die Krisensituation wahr? Weil die sollen Ihnen ja auch nicht wegbrechen. Ja, naja, die sind natürlich vor allem froh, dass wir auch gerade jetzt in den ersten zwei Monaten zum Beispiel die Produktion fortgesetzt haben oder zum Beispiel auch den Bau fortsetzen konnten, gemeinsam mit den Auftragnehmern. Also das war schon wirklich einerseits wichtig, gerade für unsere Lieferketten und für unser Netzwerk. So eine Zahl, jetzt unabhängig von Corona, ein Arbeitsplatz bei Infineon trägt zu drei weiteren Arbeitsplätzen in unserem Netzwerk sozusagen bei, also bei Kunden und bei Lieferanten. Also dieses Fortsetzen war schon wichtig und ganz am Anfang war es aber auch wirklich schwierig, weil die Angst so groß gewesen ist. Ich weiß, Leute, die bei uns zum Beispiel im März, April in die Produktion gekommen sind, die sind ganz zu Beginn mitunter sogar beschimpft worden von der Bevölkerung, weil da so eine Angst auch geherrscht hatte.
Und wir mussten da immer sehr deutlich darauf aufmerksam machen, faktenbasiert. Ja, wir halten die Schutzmaßnahmen ein, wir halten die Sicherheitsabstände ein. Also all diese grundsätzlichen Maßnahmen. Also soll heißen, trotz Krise mit kühlem Kopf die Fakten beleuchten und dann genau entscheiden, was lässt sich fortsetzen und was nicht, aber nicht Hals über Kopf dann das eine schließen oder alles schließen, weil dann wird es wirklich ganz massiv. Und so haben wir auch dahingehend einigermaßen die Konsequenzen im Rahmen halten können. Danke, Frau Dr. Herrlitschka. Ich will wieder weg von den Milliardenbeträgen. Wie man sie dann finanziert, werden wir noch sehen. Generaldirektor Schaller hat zugesagt, Liquidität bei den Banken ist auch da. Ich möchte zurückkommen zu Präsident Herk und Frau Landesrat Eibinger-Miedl. Zurück zu den vielen kleinen. Tausende Mitglieder sind EPUs, Einpersonenunternehmungen. Die brauchen jetzt wirklich ganz schnell Hilfe. Die brauchen wahrscheinlich auch nicht wirklich Kreditstundungen, wo sie wissen, am Ende des Tages in einer unsicheren Zukunft, wie soll ich das je zurückbezahlen? Ganz ohne Sicherheiten geht es auch nicht, hat Generaldirektor Schaller gesagt. Was ist konkret vorgesehen, um diesen vielen, vielen Kleinen rasch, unbürokratisch, aber auch nachhaltig zu helfen? Ja, ich glaube, das waren gerade die Kleinen, die zuerst mit dem Härtefallfonds 1 und Härtefallfonds 2 bedient wurden. Also wir haben im ersten Fall über 20.000 Anträge raschest bearbeitet und so quasi der erste Bereich bis zu 1.000 Euro wurde relativ rasch und unbürokratisch überwiesen. Härtefallfonds 2 kommt jetzt in die zweite Phase, da ist maximal bis 2.000 Euro pro Monat und das Ganze dreimal zu bekommen. Ich glaube, das war ganz ein wichtiger Punkt, um den sogenannten Einpersonenunternehmungen für die persönliche Lebensgrundlage einfach liquide Mittel hier festzuhalten. Aber ich möchte noch einmal zu meinem Ausgangsstatement zurückkommen. In Zukunft müssen wir darauf schauen und deshalb ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir dementsprechende Erleichterungen, steuerliche Entlastungen in diesen Bereichen festhalten, damit auch die kleinsten Unternehmen und da festhalten 60% der steirischen Unternehmungen sind Einpersonenunternehmungen, 98% sind Klein- und Mittelunternehmungen. Wir müssen schauen, dass dieser Wirtschaftsbereich der kleinsten, kleineren und mittleren auch wieder Reserven entwickeln kann, um die schwierigen Zeiten leichter zu überstehen. Alles klar. Frau Landesrat, EPUs und die Bitte, weil uns da auch viele zusehen und zuhören, ein paar Aussagen auch zum Tourismus, den es ja wirklich ganz massiv getroffen hat und wo auch noch viel Unsicherheit im Markt drinnen ist, wie geht es überhaupt heuer noch weiter? Zum einen möchte ich eingangs sagen, dass ich der Meinung bin, besser als jeder Euro Unterstützung ist die Möglichkeit, wieder aufsperren zu dürfen, wieder am Wirtschaftskreislauf teilzuhaben. Ich glaube, das liegt im Unternehmerischen, dass man selbst tätig und aktiv sein möchte und man möchte eigentlich nicht von Unterstützungen abhängig sein. Ich glaube, das ist uns hier am Podium allen klar. Was die Unterstützungen betrifft, hat der Präsident Herk angesprochen, diesen Härtefallfonds, wo es wirklich um das persönliche Leben des Unternehmers ging, um eine Unterstützung, um sein Leben oder um ihn hier unter die Arme zu greifen. Worauf wir sehr lange gewartet haben, ist leider dieser Fixkostenzuschuss. Und da sind wir alle jetzt schon sehr auf den 20. Mai gespannt, wenn hier die Antragstellung losgeht. Und ich denke, dass viele dann das Geld, auf das sie schon lange gewartet haben, durch die Umsatzeinbrüche auch zurückgreifen können. Das betrifft insbesondere eben den Tourismus, weil Gastronomie eben bis 15. Mai und die Hotellerie noch bis 29. Mai überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, überhaupt Umsätze zu lukrieren. Das heißt, für diese Wochen der Schließung sollten jetzt ab 20. Mai auch die Unterstützungen und entsprechenden Mittel fließen. Wie kann es weitergehen? Also wir hoffen, dass der Tourismus ab Juni in Österreich anläuft. Wir haben hier als Land Steiermark insofern eine etwas andere Situation als beispielsweise der Westen Österreichs, weil wir eine sehr große Gruppe an Inlandsgästen haben und eine sehr große Gruppe an Stammgästen, wo wir hoffen, dass auch gerade im heurigen Jahr die Stammgäste uns die Treue halten werden. Und natürlich hängt es für uns im Tourismus auch stark davon ab, ob der internationale Reiseverkehr zugelassen wird. Und da geht es sehr viel auch um Vertrauen zu schaffen. Ich glaube, dass das mit unserer Betriebsstruktur, wo wir sehr viel familiengeführte, kleinere Betriebe haben, doch leichter ist,
das Vertrauen beim Gast zu gewinnen, dass er auch heuer in Zeiten von Corona zu uns auf Urlaub kommt. Und da bin ich schon beim Veit Dengler, dass wir gerade im Tourismus sehr stark auf Testungen auch setzen müssen, um dieses Vertrauen auch belegen zu können. Also das Testen und das Tracing werden wir in den nächsten Monaten verstärkt brauchen und ja, gerade auch im Tourismus. Danke für Ihr Statement. Wir liegen jetzt perfekt im Timing und ich möchte die Schlussrunde einleiten, wobei ich jedem jetzt noch die Gelegenheit geben möchte, ob er etwas ad hoc sagen möchte zu dem, was in der Runde bereits gesagt wurde. Gut, wenn dem nicht so ist, dann würde ich in der Schlussrunde zu Ihrem Schlussstatement gerne die Frage mit hineinbringen, hat diese Krise auch etwas Positives gehabt? Man hört immer wieder eine Jahrtausendchance auch, die Guten von den Schlechten zu trennen. Und es werden auch einige Profiteure dabei sein, denen es vorher schon schlecht gegangen ist. Aber vielleicht können Sie in Ihrem Schlussstatement auch darauf ein bisschen eingehen, welche Chancen es gibt. Ein bisschen was ist ja schon angesprochen worden in Richtung Schulungsinitiativen, Digitalisierung und dergleichen. Und ich würde jetzt gerne von hinten rum beginnen und würde gerne dem Herrn Dengler als erstes das Wort erteilen. Das hat jeder so circa 3 Minuten, bitte. Genau. Hören Sie mich? Ja. Ja, gut. Also ich vielleicht 2 Gedanken. Das eine ist, ich teile im Prinzip den Optimismus von vielen hier jetzt in der Runde. Aber auch die Zahlen vom Herrn Burgbauer, würde ich jetzt einmal wetten, sind auf der Basis, dass es jetzt nicht zu einer großen zweiten Welle im Herbst kommt zum Beispiel oder im Winter. Weil dann würden wir natürlich so einen Double-Tip sehen. Also dann wird es nochmal wieder runtergehen stark. Und das hätte dann wahrscheinlich viel höhere und längerfristige Auswirkungen. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt haben, ist die Aufgabe zu verhindern, dass es zu einer zweiten Welle kommt. Da bin ich optimistisch, dass wir das schaffen können, wenn wir Testing und Tracing und jetzt in der Gefahr, wie eine gebrochene Schallplatte zu klingen, wir müssen Testing und Tracing müssen wir richtig hinkriegen. Und da darf es keinen Schlampen geben und da darf es kein, ja, wird schon nicht so schlimm werden geben, sondern das muss ernst genommen werden. Da müssen genug Ressourcen dahinter sein und das nicht nur um das Vertrauen zu gewinnen, sondern um tatsächliche Infektionsherde zu eliminieren und, wie Frau Herrlitschka auch gesagt hat, um neue Wirtschaftszweige wieder ankurbeln zu können, die sonst nicht gut funktionieren. Und das ist der Tourismus, das ist das Reisen, das ist der Flugverkehr etc. Wenn es dort Schnelltests gibt, wenn es dort Tests in großem Ausmaße gibt, dann wird das wieder möglich sein. Und deswegen ist das jetzt so wichtig. Neben allen anderen Sachen und neben allen anderen Stützungen ist das, glaube ich, für mich der wichtigste Punkt. Und wenn man etwas Positives aus der Krise sagen kann, dann würde ich gern die Tante Jolisch zitieren von Friedrich Thorberg. Gott soll uns behüten, vor allem, was eh noch ein Glück ist. Aber wir haben eh noch ein Glück gehabt in vieler Hinsicht, weil die Mortalität, also die Sterberate von SARS-2 ist wesentlich niedriger als die Sterberate von SARS-1 oder von MERS, den 2 engen Verwandten, die wir in den letzten 20 Jahren hatten. Wenn das anders gekommen wäre, mit einer hohen Infektionsrate, hätte das auch ganz anders ausgehen können. Und aus irgendeinem Grund scheint das auch so zu sein, dass jüngere, gesundere Menschen relativ leicht davonkommen. Das ist auch nicht gegeben bei einer Pandemie. Also ein bisschen was haben wir ein Glück gehabt. Und das ist wichtig, erstens wegen natürlich der wirtschaftlichen Folgen, aber auch um ein Training uns zu geben für weitere Pandemien, die vielleicht auch irgendwann wieder entstehen könnten. Ich kann mich gut erinnern, wie die Frau Rauch-Kallert gekreuzigt wurde für die Millionen Masken, die sie angeschafft hat, was dann alles nicht falsch war daran. Wir müssen bereit sein, als Gesellschaft vorzusorgen. Das stimmt auf dem Unternehmensniveau. Wir haben gesprochen über den Eigenkapitalgrad der Unternehmen. Das stimmt aber auch gesellschaftlich. Wir müssen besser lernen, vorzusorgen. Danke für Ihr Statement, Herr Dengler. Ja. Ich darf weitergeben an den Stefan Bruckbauer. Und bitte knapp, weil am Ende um 19.30 Uhr wird abgedreht. Okay, also habe ich noch 22. ob es auch was Positives gibt, ich denke, man sollte nicht überschätzen. Ich meine, natürlich werden jetzt Trends schneller, wie die Digitalisierung, die schon vorhanden sind, schneller geführt. Auf der anderen Seite führt natürlich auch der Strukturwandel viel schneller. Und wir sind zwar in Österreich relativ gut aufgestellt mit unserem Sozialsystem und mit unseren Möglichkeiten, mit unserer Flexibilität und so weiter.
sind andere Länder viel schlechter aufgestellt. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir bei einem zu raschen Wandel, der ja grundsätzlich positiv ist für die Ökonomie, mehr Produktivität und weiter, aber jeder Wandel hat Opfer. Und gesellschaftliche Opfer. Und wir leben sowieso in einer Gesellschaft, wo wesentliche Grundfesten des wirtschaftlichen Handels wie Freimärkte, Globalisierung und so weiter bedroht sind durch Populisten, durch einfache Löser, ich sage mal so. Und wenn wir jetzt sozusagen, wenn der Strukturwandel noch schneller geht, dann haben wir wahrscheinlich noch mehr Verlierer und noch mehr Leute, die glauben, wenn man es so und so macht, ist es viel besser als so, wie wir es jetzt machen, wie wir es in vielen Ländern sehen. Denken an Brexit oder auch die USA. Daher muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem, dass es auch was Positives hat und dass es eh jetzt die Richtigen erwischen würde von unseren Unternehmen. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass jeder diese Krise ganz gut übersteht und wir sollten auch nicht allzu viel verändern am Setting der Wirtschaft. Das sollten wir dann machen, wenn wir wieder einigermaßen gut laufen können und nicht noch, während wir stolpern ein bisschen. Ich warne davor, dass jetzt alle versuchen, ihre Sachen ganz, ganz schnell durchzubringen, weil Covid dafür spricht, dass wir das machen. Damit überfordern wir möglicherweise unsere Gesellschaft und auch die Wirtschaft, wenn das allzu schnell geht. Das ist alles schon schwierig genug. Wir werden es schaffen, davon bin ich auch überzeugt, aber nicht noch obendrauf alles Mögliche an gesellschaftlichen Ideen packen. Das heißt jetzt von der rechten, von der linken Seite, das würde uns wahrscheinlich überfordern und am Ende des Tages politisch sehr gefährlich werden, wo wir eh in einer Welt schon leben, wo es so schwierig ist, in freie Märkte, freies Wirtschaften, das Tun von Unternehmern in der Gesellschaft positiv darzustellen. Herr Bruckbauer, danke für Ihr Statement. Ich nehme mit Ihren vorletzten Satz, der lautete, wir werden es schaffen. Und ich möchte bei dieser Stelle noch anmerken, der Herr Bruckbauer wäre heute auch nach Graz gekommen, auch in die Raiffeisen Landesbank, obwohl er von der Bank Austria ist, aber heute war es leider nicht möglich, dass er persönlich da ist. Ich gebe das Wort weiter an Generaldirektor Martin Schaller. Ja, also wenn ich bei Herrn Bruckbauer anschließen darf, ich bin da durchaus etwas optimistischer. Denn ich bin absolut der Meinung, dass wir gerade jetzt große Chancen vor uns haben. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass wir jetzt gesellschaftlich alles über den Haufen schmeißen müssen, was wir so lange aufgebaut haben. Aber ich glaube sehr wohl, dass der Wandel auch in uns jetzt so richtig jedem bewusst wird. Digitalisierung und alles andere. Wir haben in unserer Bank ausgegeben, wir schreiben uns jetzt jeden Tag auf, Lessons learned, um das nicht zu vergessen, wenn dann die ganze Sache wieder vorbei ist, sondern nein, um es vor uns zu haben, was haben wir denn gelernt, was können wir denn anders machen, wie können wir effizienter sein, wie können wir produktiver sein. Und da glaube ich schon sehr fest daran, dass gerade wir hier die großen Chancen dazu haben, wenn, und da brauchen wir leider Hilfe von außen, leider oder Gott sei Dank, und da meine ich schon auch die Bürokratie, da meine ich auch die Politik. Wir brauchen einen Bürokratieabbau, wir brauchen keine Bürokratie, die uns hemmt, sondern wir brauchen Politik, die uns fördert. Und genauso, und das ist jetzt ein Wort auch in Richtung Banken, wir brauchen auch Regularien, die uns viel mehr möglich machen und viel mehr Eigenverantwortung überlassen. Und da bin ich überzeugt, dann können wir mit diesen Lessons learned schon sehr viel gestalten für die Zukunft. Dankeschön. Herr Präsident Jörg. Ja, zuerst einmal, Unternehmer sind keine Bittsteller, sie verdienen Respekt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele tausende Unternehmungen sind unverschuldet aufgrund dieses Lockdowns, sind wirklich finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Und ich sage das jetzt auch wirklich hart, es ist auch unsere verdammte Pflicht, auch dieser Gruppe und die ganz stark betroffen sind, auch dementsprechend unter die Arme zu greifen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil ich kenne einige mit allen schönen, positiven Worten, die bis zum Jahresende keine Perspektive haben, irgendeinen Umsatz zu tätigen. Ich glaube, das ist zu wenig. Also hier muss man differenzieren aufgrund der Betroffenheit und hier braucht es auch dementsprechende Hilfe. Und ich möchte auch betonen, es braucht eine rasche Hilfe. Nur in Aussicht gestellt zu bekommen, dass ich irgendwann den Rettungsreifen bekomme und ich bin schon beim Ertrinken, hilft den Betroffenen zu wenig.
wenig. Am Ende des Tages werden wir viele positive Punkte auch sicher mitnehmen, aber ich glaube, das wäre mein Appell, auch hier bitte, bitte rasch zu helfen. Herr Präsident, vielen Dank. Das war ein erwartungsgemäß starkes Schlussstatement. In der Vorbesprechung haben wir beide noch gemeint, wie kommen wir da heute auf Touren? Wir sitzen ja da ganz allein in einem leeren Saal und zwei Kameraleute und zwei Herren auf Sesseln, die uns da in weiter Distanz zusehen, aber zum Schluss ist es dann doch noch intensiv geworden, obwohl uns hier die Massen fehlen. Frau Dr. Herlitschka, darf Sie mir Schlussstatement bitten? Ich glaube, das relativ Gute an der Krise ist gewesen, dass wir unter einer Lupe die Stärken und die Bereiche, wo wir Handlungsbedarf haben, noch viel deutlicher sichtbar geworden sind. Mir fällt da als Bild dazu ein, wie beim Meer, bei der Ebbe. Da ragen dann, da sieht man den Untergrund besser und man sieht dann die Felsen besser. Das heißt, wir wissen heute besser, wo wir unsere Stärken haben und wo wir unsere Schwächen haben, wo wir Handlungsbedarf haben. Und da möchte ich schon, ich meine, Krise als Chance ist so ein geflügeltes Wort, aber ich möchte es vielleicht anders formulieren und auch ein Zitat, das mehreren Leuten zugeschrieben worden ist, vergeude keine gute Krise, weil das einfach zum Ausdruck bringen möchte, aus einer Krise kann man einfach leichter die Kraft nehmen, Dinge wirklich zu verändern. Und da würde ich schon meinen, dass wir dort, wo wir Bedarf haben für Strukturveränderung, über die wir schon seit langem sprechen, wann dann, wenn nicht jetzt? Und da, ich mache es bei mir im Unternehmen auch so, und das ist ja auch schon angesprochen worden, wenn dann alles wieder hochfährt, dann ist man so in der operativen Hektik drinnen. Das heißt, ich habe auch bei uns gesagt, ich möchte aufgeschrieben haben, was hat jetzt in der schwierigen Situation gut funktioniert, was wollen wir uns weiter bewahren und wo sehen wir eben Handlungsbedarf. Und deswegen meine ich, kann die Chance dieser Krise genau das sein, dass wir die Kraft aufbringen, dort die Veränderungen zu setzen, wo wir schon seit langem drüber sprechen, aber es nicht gemacht haben. Siehe die Handlungserfordernisse, wie ich sie formuliert habe, ob es Ökologisierung ist, ob es Qualifizierung ist, Digitalisierung haben wir alles auch schon gesagt. Den zweiten Punkt, und das finde ich, gehört schon auch angesprochen. Ich denke, die Krise hat gezeigt, wozu wir als Gesellschaft fähig sind. Und das finde ich, sollte man schon auch noch einmal ganz klar sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so rasch eigentlich wir alle reagiert haben, dieser Lockdown funktioniert hat, so diszipliniert auch gewesen sind. Ich finde, das ist schon auch eine hohe gesellschaftliche Leistung mit viel Verantwortung für das Gesamtwesen. Und ich finde, also ich kann mich kaum erinnern an Situationen, wo das so deutlich geworden ist. Und die Krise hat das schon sehr deutlich gezeigt. Und das ist auch eine Ressource, eine Kraft, die wir für die Zukunft haben. Danke, Frau Dr. Herlitschka. Damit ist das Schlussstatement bei der Frau Landesrat. Und da Stefan Brugbauer nicht seine 22 Minuten voll genutzt hat, bleiben dir jetzt 7 Minuten für dein Schlussstatement. Ich sehe tatsächlich auch in dieser Krise, die es seit 100 Jahren nicht gegeben hat, einiges Positives. Zum Ersten, das wurde schon mehrfach angesprochen, dieser Digitalisierungsschub. Ich glaube, dass wir gerade jetzt gesehen haben, welche Chancen auch die Digitalisierung mit sich bringt. Was wäre in den Wochen des Lockdown ohne Digitalisierung gegangen? Und ich glaube, da wurde vielen die Augen geöffnet, dass man das nicht immer nur als Schreckgespenst sehen soll, sondern eben auch die Chancen, die Digitalisierung mit sich bringt. Ein zweites Positives habe ich schon angesprochen, dieses Bewusstsein für regionale Produkte und den Wert des Regionalen. Ich hoffe wirklich, dass sich das auch nachhaltig bei den Konsumentinnen und Konsumenten so widerschlägt, dass man hier dem Regionalen sehr viel den Vorzug gibt. Zum Dritten, und das wurde heute gar nicht angesprochen, ich glaube, dass wir in den letzten Wochen Berufsgruppen und Menschen gesehen haben, denen wir dankbar sein müssen, was sie geleistet haben.
ob das jetzt die Supermarktangestellten sind, ob das im Gesundheitsbereich, im Pflegeberuf die Tätigen sind, ob das aber auch die Mütter zu Hause sind, die in den letzten Wochen sich mit Homeschooling, Teleworking und so weiter abgemüht haben, dann ist da von ganz vielen und gerade auch von Frauen herausragendes geleistet worden. Und ich sehe das als positiv, dass in dieser Krise diese Leistung so sichtbar geworden ist. Und ich hoffe auch, dass man das in den nächsten Wochen und Monaten weiter im Hinterkopf behält und nicht so schnell vergisst. Und zu guter Letzt für mich das Positive jetzt auf die Politik heruntergebrochen. Wir haben gerade in dieser Ausnahmesituation in den letzten Wochen auf Landesebene einen politischen Schulterschluss erlebt. Wir haben uns mit allen im Landtag vertretenen Parteien zusammengesetzt, haben wöchentlich die Lage erörtert und haben hier gemeinsam auch mit den Sozialpartnern, auch mit den Banken, mit allen Vertretern zusammengetan, um gemeinsam ohne politisches Hickhack und ohne politisches Kleingeldwechseln hier das Beste in dieser Krise zu tun. Ich glaube, man wird noch viel darüber reden in den nächsten Monaten, was hätte noch besser laufen können oder was war nicht optimal. Hätte man den Bereich schon früher aufsperren können, war diese Hilfe genauso maßgeschneidert oder war sie vielleicht zu langsam bei den Unternehmen? Ich glaube, da wird noch sehr viel aufzuarbeiten sein. Das stelle ich gar nicht in Frage. Aber ich habe für mich die letzten Wochen gesehen, dass wir über Parteigrenzen hinweg einen Schulterschluss geschafft haben und dass jeder sein Bestes gegeben hat, um unser Land durch diese Krise zu führen. Und ich denke, das wird uns auch für zukünftige politische Auseinandersetzungen und auch für die zukünftigen schwierigen Monate, die es wirtschaftlich noch sein werden, helfen. Frau Landesrat, vielen lieben Dank für dieses zusammenfassende und positive Schlussstatement. Auch ich habe mir persönlich ein Danke an all jene vorbereitet, die eigentlich in der Phase des Lockdowns unser aller Leben weiter ermöglicht haben, ob sie jetzt im Handel sind, ob sie in den Gesundheitseinrichtungen sind oder dort, wo einfach die notwendige Infrastruktur vom Müll und was es da alles gibt, weiter voll im Laufen gehalten haben, auch in einer Phase der Unsicherheit, weil die waren ja permanent vor Ort weiter voll tätig. Damit kann ich Danke zusammenfassend sagen an all jene, die hier am Podium waren bzw. die uns zugeschaltet wurden. Danke für Ihr Dabeisein und hier auch für Ihr Kommen. Danke aber auch an Sie alle zu Hause. Wir wissen nicht, wie viele Sie jetzt waren, aber wir werden es in 2 Tagen wissen und wir werden es auch zurückmelden. Wie gesagt, wir planen eine Veranstaltung im Juni, wo wir vielleicht auch ein bisschen mehr in Details reingehen wollen. In den Einladungen finden Sie eine E-Mail-Adresse. Wenn Sie dabei sein wollen, dann schicken Sie uns Ihre Kontaktdaten. Wir werden Sie kontaktieren. An Sie alle, aber auch hier am Podium, kann ich nur sagen, bleiben Sie optimistisch. Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund. Und damit es euch da am Podium leichter fällt, darf jeder einen Babyelefanten mitnehmen. Ich habe ihn abgemessen. Er hat 1,10 Meter Höhe. Also 1 Meter soll man halten. Wir hätten also 10% Reserve. In der Breite geht er sich nicht aus. Nochmals vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen.